So, haben Sie vielen Dank für die freundlichen Einleitungen und ich freue mich über Ihr Interesse an dem Thema und beginne nun ohne weitere Vorrede meinen Vortrag. Zunächst zu der Funktionsweise des heutigen Geldsystems, das wir haben. Was Sie hier sehen, ist eine Aufnahme der Stadt Frankfurt. Und Sie sehen hier im Vordergrund rechts den Neubau der Europäischen Zentralbank. Sie sehen im Hintergrund links das Bankenviertel in Frankfurt, die Türme der Banken. Und Sie sehen drumherum die Stadt mit uns allen. Und so haben Sie hier eine schöne Bebilderung der drei Akteursgruppen, die in unserem Geldsystem die das Geldsystem ausmachen, nämlich die Zentralbank, die Banken und wir, das Publikum, bestehend, oder die Nichtbanken, wie man es auch in der Fachsprache heißt, bestehend aus privaten Haushalten, Firmen und kooperativen Haushalten und öffentlichen Haushalten. Das Bild ist übrigens noch eine Fotomontage. Im Moment sieht es da mehr so aus. Die Sache ist also irgendwie noch im wahrsten Sinne des Wortes im Entstehen. Man weiß nicht so genau, mich erinnert die Fotografie hier etwas an die Gemälde von Turmbau zu Babel. Aber ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Und ist auch nicht unser Thema heute Abend. Man sagt, zwischen diesen drei Akteursgruppen ist also das ein zweistufiges System. Die erste Stufe, die eigentlich die zweite ist, aber man sagt, die erste ist die zwischen Zentralbank und Banken. Und die zweite Stufe ist die Beziehung zwischen den Banken und uns, dem Publikum. Und das ist etwas, was ich von vornherein gleich sagen möchte. Diese beiden Beziehungen, Zentralbank und Banken einerseits und Banken und Publikum andererseits, damit konstituieren sich zwei verschiedene Geldkreisläufe, zwei getrennte Geldkreisläufe, nämlich ein Geldkreislauf zwischen den Banken, der sogenannte Interbankenkreislauf, der findet statt mit sogenannten Reserven. Das ist der Ausdruck, den man benutzt, um Guthaben von Banken bei der Zentralbank zu bezeichnen. Also Geldguthaben auf dem Konto der Banken bei der Zentralbank heißen Reserven. Ein Interbankenkreislauf mit Reserven. Und der andere Kreislauf, getrennt davon, ist der Publikumskreislauf mit Chiralgeld. Chiralgeld sind die Guthaben, unsere Guthaben auf den laufenden Girokonten, daher auch die Bezeichnung Chiralgeld. Diese beiden Kreisläufe hängen miteinander in gewisser Weise zusammen, aber sie vermischen sich niemals. Sie bekommen niemals Reserven auf Ihr Konto. Das gibt es nicht, ist völlig ausgeschlossen. Und umgekehrt ist es völlig ausgeschlossen, dass einer Bank durch den Wegfluss und Zufluss von Chiralgeld liquide Mittel zukommen, also im Sinne der Reserven. Aus dem Chiralgeldkreislauf kann eine Bank niemals Reserven beziehen. Aus dem Chiralgeldkreislauf, nur aus dem Interbankenkreislauf, der in gewisser Weise daran gekoppelt ist. Ich werde darauf zurückkommen. So, die Sache beginnt damit eigentlich mit dem sogenannten zweiten, das ist eigentlich der erste Kreislauf heute. Und es beginnt, das Geld kommt dadurch in die Welt sozusagen. Nein, ich muss noch ein bisschen mehr ausholen. Ich habe ja heute auch ein bisschen mehr Zeit. Also erstens, die meisten Menschen haben gar keine genaue Vorstellung, woher das Geld kommt. Diejenigen, die sich eine Vorstellung gemacht haben, denken in der Regel so: Das Geld kommt von der Zentralbank zu den Banken und die Banken geben es an uns weiter. Nicht? Deswegen regen sich die Leute auch immer sehr auf, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt oder erhöht, dass die Banken das nicht in gleichem Maße dann weitergeben. Der weitere Gedanke ist dann der, also das Geld, das von der Zentralbank zu den Banken zu uns geflossen ist, auf dem Wege der Kreditvergabe, das zirkuliert dann im Publikum, ein Teil davon wird zurückgelegt, landet auf Bankkonten und die Banken arbeiten damit und machen daraus wieder neue Kredite bzw. Darlehen,
sodass also Ersparnisse ist dann die Grundlage für eben neue Kreditvergaben bei den Banken, beziehungsweise auch eben die Grundlage für Investitionen. Und das ist salopp gesagt das, sagen wir mal, Sparschweinmodell der Finanzwirtschaft. Und das ist falsch. Das Geldsystem funktioniert anders. Es ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass aus Depositen Darlehen entstehen, sondern es ist umgekehrt. Aus Krediten entstehen Depositen. Und es geht einfach dadurch, dass im ersten Schritt die Banken Geld schöpfen, nämlich Chiralgeld, indem sie es uns auf dem Konto gutschreiben. Nicht? Also nehmen Sie an, Sie sind Kunde bei einer Bank, Sie haben, sagen wir mal, einen Dispo-Kredit von 10.000 oder 20.000 Euro bei Ihrer Bank und Sie machen davon Gebrauch, indem Sie den Dispo-Kredit 10.000 Euro beanspruchen, hat die Bank Ihnen eingeräumt. Damit schöpfen Sie Geld. Nicht? So sehen Sie, also die Bank hat sich sozusagen im Untervertrag zu Mitgeldschöpfern gemacht. Nicht? Und der Vorgang ist einfach der, es ist ein Schreibvorgang. Nicht? Also früher hat man gesagt, das Geld wird gedruckt. Beim Gelddrucken denkt man an Banknoten. Heute wird Geld geschaffen, indem man praktisch in den Computer etwas hineintippt. Das ist ein Schreibvorgang. Ja. Es wird ein Kredit von 10.000 Euro als Kreditforderung der Bank gutgeschrieben, also als Rückzahlung und Verzinsung an den Kunden. Und als Passivum wird eingetragen, dass die Bank die Verbindlichkeit hat, Ihnen dieses Geld auch auszuzahlen. Und bei Ihrem Konto als Kunde, Sie haben aus diesem Darlehen ein verfügbares Giroguthaben und eine Schuld gegenüber der Bank, die auch zu verzinsen ist. Wir benutzen diese 10.000 Euro wie Geld. Ich sage jetzt bewusst wie Geld, weil genau genommen im Sinne der hergebrachten Finanzwissenschaft ist das Chiralgeld der Banken zwar Geld in dem Sinne, dass es ein allgemeines Zahlungsmittel ist, wir es so benutzen im bargeldlosen Zahlungsverkehr, es ist heute das überhaupt vorherrschende Zahlungsmittel, nämlich je nach Land zu 80-97% des gesamten zirkulierenden Geldes ist Chiralgeld, aber die Finanzwissenschaft nennt das immer noch, wie ich meine, zu Recht ein Geldsurrogat. Es ist nicht wirklich Geld, sondern es ist ein Geldersatz, den wir wie Geld benutzen. Das eigentliche oder ursprüngliche Geld war das Bargeld, einmal in Form der Münzen, die von der Regierung kommen, und zum Zweiten in Form der Banknoten, auf die seit über 100 Jahren die nationalen Notenbanken ein Banknotenmonopol haben. Das, so denkt man, sei das eigentliche Geld. Aber das ist heute nicht mehr das eigentliche Geld, es ist auch nicht mal das Geld an erster Stelle, sondern es ist nur mehr eine Wechselmenge, die aus den unbar, wie man sagt, aus dem bargeldlosen Zahlungsverkehr, aus den unbaren Geld- oder Quasi-Geldguthaben wechselt man Bargeld aus und wieder ein. Der ursprüngliche Geldschöpfungsvorgang ist also unbar. Hier haben Sie nochmal die beiden Publikumskreisläufe. Und jetzt möchte ich gleich auf etwas zu sprechen kommen, was manchen unglaublich erscheint. Um das zu tun, was ich eben ausgeführt habe, benötigen die Banken, also die Banken können das nach relativem Belieben machen, aber sie benötigen immer noch ein gewisses Minimum an staatlichem Geld in Form von Bargeld und Zentralbankreserven. Aber sehr wenig. Nämlich um 100 Einheiten auf ein Girokonto zu schreiben und damit dieses Geld zu schöpfen per Bankenkredit, benötigen die Banken tatsächlich nicht mehr als 2,5 Euro heute in der Eurozone. Das ist ein Durchschnittswert. Große Banken benötigen noch weniger, kleine Banken benötigen deutlich mehr. Und diese 2,5 Euro auf 100 Einheiten Giralgeld setzen sich zusammen aus 1,40 Euro Bargeld, 10 Cent Überschussreserve, liquide Zahlungsreserve der Banken bei der Zentralbank, mehr nicht, und 1% Mindestreserve, das ist eine obligatorische Einlage, die die Banken bei der Zentralbank halten müssen, weil die Zentralbank aufgrund überkommener Lehren glaubt, sie könne damit
die Chiralgeldschöpfung der Banken beeinflussen. Ich halte das inzwischen für eine Irrlehre, aber sie existiert fort. Und dieses Geld hat keinerlei Nutzen. Es liegt tot herum. Es ist für die Banken lästig und hat eigentlich keinen Zweck. Ihre Geldschöpfung wird es letztlich nicht beeinträchtigen. So, jetzt, wie ist das möglich? Warum können Banken 100 Euro einem schöpfen, ins Konto schreiben und dafür nur 2,5 Euro in Form von Bargeld und Zentralbankguthaben benötigen? Und das erklärt sich folgendermaßen, dass wenn Sie untereinander was zu überweisen haben, Gutschriften, Lastschriften von Ihren Konten, Sie können nicht direkt von Ihrem Konto zu Ihrem Konto etwas überweisen. Das geht nicht. Sondern unser Konto ist Teil der Bankbilanz. Es ist zwar unser Konto, die Bank kann nichts machen ohne meine Einwilligung mit meinem Girokonto. Ich bin derjenige, der die Überweisung veranlasst. Und trotzdem gehört das Konto auch der Bank. Es ist Teil der Bankbilanz. Die Bank hat das auch zu verantworten. Nicht? So. Beziehungsweise, wenn die Bank schlecht wirtschaftet, ist mein Geld weg bei der Bank. Nicht? So. Es ist nicht getrennt davon, sondern unsere Konten sind Teil der Bank, Teil der Bankbilanz. Und wenn Sie zu Ihnen hin eine Überweisung vornehmen, dann wird das vermittelt über die Bank. Nicht? So. Und das geht folgendermaßen. Also Sie sehen hier blau und grün, nicht? Das ist, was ich vorhin sagte. Blau ist der Interbankenkreislauf mit Zentralbankgeld und das Grüne ist der Publikumskreislauf mit Chiralgeld, der aber über die Banken vermittelt ist. So, nun nehmen wir hier ein Exempel. Sie haben zwei Banken, X und Y, die haben eine Reihe von Kunden und diese Kunden nehmen fortwährend, finden Zahlungsvorgänge statt. Einfach, weil überwiesen wird, nicht? Jemand hat was eingekauft, muss es bezahlen, Raten müssen bezahlt werden, Miete muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Jemand hat einen Kredit genommen, der Kredit muss ausbezahlt werden. Die Banken oder sonst jemand kauft Wertpapiere, die Wertpapiere müssen bezahlt werden. Die Banken haben Handwerker bestellt, die Handwerker müssen bezahlt werden, die Banken müssen Personal bezahlen und so weiter und so fort. Alle diese Zahlungsvorgänge fließen, gehen in den Chiralgeldverkehr ein. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob es sich um Kredit handelt oder um einen Kauf und einen Verkauf von realwirtschaftlichen Gütern und Diensten. Es geht alles ein in diesen Zahlungsverkehr. Und hier ist das Beispiel, Kunde A überweist an jemanden bei der Bank Y so und so viel 1.000, 20, 30.000. Dann kommt jemand von der anderen Bank, überweist 15.000 zu einem Kunden bei der Bank X. Nicht so. Also Sie verstehen das Prinzip. Dann ist der Tag um. Dann wird der Saldo festgestellt. Und was passiert dann? Also in diesem Rechenbeispiel sind von Bank X zu Kunden, von Kunden der Bank X zu Kunden der Bank Y 90.000 Überweisungen oder Lastschriften haben stattgefunden und in umgekehrter Richtung 85.000. Und das ist eine reine Verrechnung. Da ist noch kein Geld geflossen. Geld im eigentlichen Sinn sozusagen. Ja? Und die Gepflogenheiten weltweit sind die, das ist technisch unterschiedlich, aber es wird tagesweise verrechnet. Und am Schluss der täglichen Rechnungsperiode wird der Saldo ermittelt und dieser Saldo ist nun zu begleichen. Und so sehen Sie hier, dass die Bank Y einen Umsatz von 90.000 getätigt hat, die Bank Y einen Umsatz von 85.000. Aber im Settlement, also in der fälligen Zahlung nach der Verrechnung, also wenn das Clearing and Settlement, das Clearing ist die Verrechnung, Settlement ist die Bezahlung dann in Banken, im Interbankenverkehr. Bank Y benötigt, um diesen Umsatz zu tätigen, tatsächlich nur 5.000 Geldeinheiten. Die Bank Y benötigt gar keine. Die kriegt was. Das kann sie dann am Geldmarkt ausleihen. Hat also 85.000 Einheiten Chiralgeld sozusagen ausgezahlt und kriegt trotzdem Geld. So,
so, nicht? Im gesamten Bankensystem muss ich das notwendigerweise ausgleichen. Warum? Weil alle Auszahlungen im System sind Einzahlungen ins System, nicht? Wird natürlich kompliziert, wenn Sie jetzt noch die Auslandszahlungen und so weiter mit reinnehmen. Aber das ist das Prinzip, warum, wie das funktioniert und warum es möglich ist, dass auf einer geringen Grundlage es den Banken möglich ist, ein Vielfaches davon, ein Multiples, als Chiralgeld zu erzeugen. Und deswegen spricht man hier auch von der multiplen Chiralgeldschöpfung. Nicht? Auf der Basis von nur 5.000 Einheiten an Bargeld und Zentralbankreserven ist es möglich, 100.000 oder mehr Chiralgeld zu erzeugen bzw. auszuzahlen. Umgekehrt formuliert, um nach eigenem Ermessen Kredite zu vergeben, andere Käufe zu tätigen, wie ich vorhin ausführte, benötigen die Banken nur einen Bruchteil, also eine Fraktion ist ein Bruchteil, sie benötigen nur einen Bruchteil dieser in Umlauf gesetzten Chiralgeldeinheiten in Form von Bargeld und unbaren Reserven und daher der Begriff fraktionales Reservebanking. Das ist eigentlich ein fürchterlicher Begriff, den man auch intuitiv nur schwer oder gar nicht versteht, aber er bedeutet eben, das System nennt sich Reservebanking, weil es ist rückgebunden an den Interbankenkreislauf mit Reserven, nicht? Und um den gesamten Publikumskreislauf in Gang zu betätigen, in Gang zu halten, in Gang zu setzen und die Einnahmen daraus zu erzielen, benötigen die Banken nur einen Bruchteil dessen als Zentralbankgeld, also eine Fraktion dessen. Deswegen nennt man das eben fraktionales Reservebanking. Wenn Sie es als Multiplikator ausdrücken, betragen die Giroguthaben heute das 73-fache der Kassenbestände und das 900-fache der liquiden Zahlungsreserven und als Fraktion ausgedrückt eben Bargeld lediglich 1,4 und die liquiden Zahlungsreserven 0,1%, wie ich vorhin schon sagte. Die Banken, insbesondere die sehr großen Banken, haben sehr große Freiheitsgrade, um nicht von Willkür zu sprechen, Chiralgeld zu schöpfen und solche Geschäfte zu tätigen, aber nicht vollständige Willkür, sondern auch da sind jeweils gewisse Grenzen gesetzt, kurzfristig, langfristig eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber kurzfristig immer wieder. Eine Grenze ist, ohne dass ich das jetzt vertiefen kann, das Marktvolumen an und für sich, unsere Bereitschaft zum Beispiel, sich zu verschulden. Also wenn derjenige, der vorhin den Dispo-Kredit von 10.000 aufgenommen hat, wenn der jetzt plötzlich Angst hat um seine Zukunft und kein Geld mehr aufnimmt, dann kann die Bank es nicht einfach da ins Konto schreiben. Das geht nur, wenn der Kunde das will, nicht? So. Das gilt auch für die Verschuldungsbereitschaft anderer Akteure, Firmen, Verschuldungsbereitschaft des Staates, der Banken selbst und so weiter. Dann gibt es noch eine wichtige Sache, das sehen Sie hier unter zweitens. Die Expansion oder Kontraktion dieser Chiralgeldschöpfung oder anders gesagt der Ausweitung der Bankbilanzen oder auch der vorübergehend mal Schrumpfung der Bankbilanzen, das ist nur möglich im ungefähren sektoralen Gleichschritt. Entschuldigung. So, nehmen Sie mal an, Sie haben jetzt also hier nicht nur zwei, sondern noch viel mehr Banken, aber die Bank X hier. Die haben einen besonders, wie soll ich mal sagen, wagemutigen Bankdirektor und der stellt nun also, der finanziert die irrsinnigsten Projekte und wirft mit Krediten nur so um sich und so weiter. Und der hat, sagen wir mal, statt 90.000 hat er plötzlich einen Umsatz von 200.000 am Tag. Aber alle anderen Banken machen das nicht. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis wird sein, dass von Kunden, dass bei dieser Bank, obwohl nur fraktional Reservenbasis vorhanden ist, refinanziert, wie man sagt, doch sehr viel mehr Reserven abfließen von dieser Bank. Die Bank hat die Reserven aber nicht ohne weiteres. Die muss sie sich dann leihen, irgendwoher besorgen. Das heißt, wenn eine einzelne Bank sehr massiv aus der Reihe tanzt und ihre Bankbilanz immens erweitert und extrem viel Chiralgeld schöpft, ohne dass die anderen Banken das nicht auch tun, in etwa im Gleichschritt,
dann wird diese eine Bank, die das macht, einen so hohen Reserven- und Bargeldabfluss erleben, dass sie da ihr Geschäft kommt dann durcheinander. Sie hat dann auf einmal zu viele Refinanzierungskosten im Unterschied zu anderen Banken und das rechnet sich nachher nicht. Das heißt, dass es möglich ist, dass man sehr große Giralgeldmengen erzeugt auf einer sehr kleinen Basis von Bargeld und Reserven. Das ist nur möglich, wenn alle Banken in etwa im Gleichschritt das so machen. Ich sage in etwa, nicht? Also gewisse Salden, die bleiben da immer übrig, das ist nicht weiter tragisch. Aber es darf die einzelne Bank sich nicht zu sehr sozusagen zu schnell zu viel hervortun. Drittens spielt dann, das habe ich schon erwähnt, die Größe der Banken spielt eine Rolle. Denn es ist so, da gibt es einen Shortcut, das ist glaube ich F5, gell? Ist das richtig? Ja. Also große Banken, die sehr, sehr viele Kunden haben, viele Filialen an ganz verschiedenen Orten, womöglich auch noch im In- und im Ausland, die sowohl bei Privathaushalten, bei Firmen, in Staatsgeschäften und so weiter tätig sind, die haben die an alle diese Zahlungsströme in großem Volumina angeschlossen sind, die haben die größten Freiheitsgrade. Die brauchen noch viel weniger Geld als das, was ich gerade sagte. Während, sagen wir, kleine lokale Banken, Spezialbanken, bei denen können sich diese täglichen Zahlungssalden können sehr hoch ausfallen, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und die unterliegen also stärkeren Restriktionen. So, nun wird vielleicht der eine oder andere von Ihnen sich fragen, naja, was soll's, wir machen das halt so, solange es funktioniert. Solange ich sozusagen mein Geld oder Quasi-Geld auf dem Konto habe und die Banken funktionieren, was soll's? Das Problem, wie wir alle gerade erleben, ist, es funktioniert eben nicht. Es funktioniert immer nur eine Zeit lang und mündet regelmäßig in mehr oder weniger schwere Krisen. Und zwar aus dem Grund, dass eben dieses Giralgeldsystem aufgrund seiner Eigenart sich in den zurückliegenden Jahrzehnten, also nicht zum ersten Mal, aber in den zurückliegenden Jahrzehnten ganz besonders, immer mehr einer Kontrolle der Zentralbanken entzogen hat, der entglitten ist. Die Zentralbanken betreiben auch keine Geldmengenpolitik mehr. Sie versuchen über Zinsen das irgendwie zu steuern, funktioniert aber auch nicht. Und die Zentralbanken könnten rein theoretisch sagen, also diese überschießende Giralgelderzeugung, das ist uns jetzt zu bunt, Geld muss knapp sein, das ist ja die orthodoxe Lehre, nicht? Und ihr Banken kriegt jetzt von uns, Zentralbank, ihr kriegt keinen neuen Kredit mehr, es gibt keine zusätzlichen Reserven mehr. Wäre theoretisch möglich, aber sehr theoretisch. Es kommt in Wirklichkeit nie vor, sondern die Realität ist umgekehrt. Die nationalen bzw. die Europäische Zentralbank tun alles, aber auch wirklich alles, damit ihre Banken niemals klamm werden. Und wenn die Banken sagen, hier, wir brauchen mal wieder Refinanzierungswege, ein bisschen mehr Geld, dann kriegen die das immer. Es hat es meines Wissens noch nie gegeben, dass eine Zentralbank die Nachfrage der Banken nach frischem Geld, nach Reserven, abschlägig beschieden hätte. Es hat es meines Wissens noch nie gegeben. Ja, also die These ist nun, diese Giralgeldschöpfung ist überschießend, dadurch entstehen ausufernde Geldmengen, im Übrigen auch ausufernde Geldvermögen, was auf Dauer ein sehr großes Problem ist. Und wir sehen also in dieser überschießenden, auch unkontrollierten, insgesamt unkontrollierten Giralgelderzeugung durch die Banken die Hauptursache für die in fortlaufender Kette stattfindenden Finanzkrisen. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlfunktionen dieses Giralgeldregimes, dieses fraktionalen Reservebanking. Und es beruht eigentlich immer darauf, dass niemand die Geldmenge unter Kontrolle behält, sondern die Geldmenge wuchert. Nicht? Manchmal, wenn Krise ist, schrumpft sie, also dann wuchert sie weniger stark, aber sie wuchert immer weiter. Und das führt zu all den Problemen, die hier aufgelistet sind, bis dahin, dass unser Geld verschwinden kann. Es ist kein
sicheres Geld mit einer positiven Existenz. Nicht? Wenn Sie einen Geldschein in der Tasche haben oder eine Münze im Sack haben, da kann Krise sein, so viel will. Solange die Münze in Ihrem Sack ist, verschwindet die nicht. Aber wenn wir Bankenkrise haben und eine Bank meldet Bankrott an, dann ist die Gutschrift auf unserem Konto nicht mehr da. Sie ist weg. Ja. Die Regierung sagt zwar, sie garantiert das, beziehungsweise die Banken haben einen Einlagensicherungsfonds, aber ich glaube, der ist jetzt schon aufgebraucht. Es wird geheim gehalten, wie viel da noch drin ist. Wahrscheinlich nichts mehr. Das wurde alles im Jahr 2008 schon ausgegeben. Also bei einer echten Bankenkrise ist es illusorisch, dass irgendwer da noch das Geld irgendwie am Markt aufnehmen könnte, ist Quark, nicht? Also bei einer Bankenkrise ist das Geld weg, fertig. So. Mehrere, also verschiedene Forschungsgruppen haben also auch recherchiert in der jüngsten Geschichte, von 1970 bis 2007. Es hat insgesamt 425 systemische Finanzkrisen gegeben, Bankenkrisen, Währungszusammenbrüche und auch Staatsschuldenkrisen. Und es ist immer dasselbe Spiel. Das sind immer Überinvestitions- und Überschuldungskrisen, die auf einer ausufernden Bilanzenerweiterung der Banken, sprich einer ausufernden Giralgeldschöpfung beruhen. Ich zeige es Ihnen hier an einem Beispiel. Das ist ein Indikator, der misst das Verhältnis der umlaufenden Geldmenge im Publikum im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung, wie sie offiziell gemessen wird. Und Sie sehen, dass das ungefähr bis in die 70er Jahre gab es da so eine Seitwärtsoszillation. Also das heißt, die Geldmengen und die Wirtschaftsleistung haben sich in etwa Hand in Hand entwickelt. So. Und plötzlich hat sich die Geldschöpfung von der Wirtschaft entfernt. Also das ist eine Proportion, nicht? So. Und das habe ich Ihnen schon gesagt. Ich kann Ihnen das leider nur für Deutschland sagen. Ich konnte das auf die Schnelle nicht nachrecherchieren. In dem Zeitraum von 92 bis Einbruch der Krise ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt ist um 51% gewachsen, das Nominale, wie man sagt. Nominal ist eigentlich eine Umschreibung dafür, man müsste sagen, das Inflationäre. Das ist die Messung der Wirtschaftsleistung, die die Preissteigerung beinhaltet. Das ist also reales Wachstum plus Inflation. Wenn Sie das rausrechnen, war das reale Wachstum nur 23%. Und wir haben immer ein bisschen überschießende Geldschöpfung, dann haben wir also praktisch die Hälfte war Inflation, die Hälfte war reales Wachstum. Die Geldmenge aber M1, ja, die im Publikum zirkulierende Geldmenge, die ist um 190% gestiegen. Warum? Wofür hat man das Geld gebraucht? Die Inflation ist schon im nominalen Bruttoinlandsprodukt enthalten. Nicht? So. Und ja, das geht in dem, was hier, nicht? Das mündet einmal in Inflation, es mündet aber auch in das, was die Angelsachsen Asset-Inflation nennen. In der deutschen Finanzwissenschaft, der deutschsprachigen, heißt das Inflation der Preise für Kapitalanlagegüter. Das ist Asset-Inflation bzw. Asset-Price-Inflation, also sprich Spekulationsblasen. Die blasenhafte Erzeugung von Wertpapieren, die an Finanzmärkten gehandelt werden, Wertpapiere aller Art und teilweise auch die Inflation der Preise dieser Finanzanlagegüter. Das gilt für alle Länder mehr oder weniger. Hier sehen Sie den sehr robusten Zusammenhang über ein ganzes Jahrhundert zwischen der Geldmenge und der Verbraucherpreisinflation. Das können Sie messen, wie Sie wollen. Das ist sehr methodenrobust. Es kommt immer so ein Bild dabei heraus. Also das ist, ich glaube, dass die Geldmenge ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund für Inflation oder Disinflation, aber sicherlich ein Hauptgrund. Das zurückliegend wichtiger gewesen ist das, was Sie hier sehen, nämlich eben die Explosion der Kapitalanlagen, der Finanzaktiva, der Wertpapiere. Rechts in Form der Finanzaktiva, also der Finanzanlagen in Amerika.
links die Entwicklung der Geldvermögen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Nicht? Das ist, was Sie vorher bei der Geldmenge gesehen haben, ist hier bei den Finanzaktiva ist dasselbe Bild. Das ist explodiert. Und es gibt im Wesentlichen zwei Kanäle, durch welche die Chiralgeldschöpfung zu einer solchen nicht nur Inflation, sondern auch viel wichtiger heute Assetinflation, einer Inflation der eben der Finanzmarktanlagen und deren Preise führt. Das ist zum einen die Ausweitung der Geldmenge zwecks direkter Aufhebelung von spekulativen Finanzmarktanlagen per Chiralgeldkredit von Banken, Stichwort Leverage. Ja. Auch so ein Wort klingt irgendwie nicht so, man weiß nicht so genau, was es bedeutet. Nicht? So, und also es bedeutet, wird aufgehebelt. Nicht? Also man sagt hier, da ist eine Bonanza am Laufen, da ist eine Hosse, da gehen wir rein, wir haben nicht genug Geld, dann leihen wir es uns. Und die Banken schöpfen sich gegenseitig dieses Geld. Aber auch die Banken schöpfen es auch den sonstigen Finanzmarktakteuren. Das ist also die kreditäre Aufhebelung von Finanzmarktanlagen, sei es in Immobilien, sei es in Aktien, Derivaten oder was auch immer, Private Equity. 95% der feindlichen Übernahmen in der globalen Wirtschaft, Unternehmensübernahmen, sind durch Chiralgeldkredit finanziert. 95%. Nicht? Zum anderen aber, das hören manche nicht gerne, aber das gehört zur ganzen Wahrheit dazu, der zweite wesentliche Kanal, über den diese ausufernde Geldschöpfung stattfindet, das ist die Ausweitung der Geldmenge zwecks Finanzierung der Schuldenaufnahme des Staates durch Staatsanleihen und andere öffentliche Schuldverschreibungen. Ja. Also das geht schon auch über Jahrzehnte, die Kumulation von Staatsschulden. Und dieses Geld, das dreht dann ein paar Schleifen in der Realwirtschaft und landet dann eben auch früher oder später, mündet das auch in Geld- und Kapitalmarktanlagen. Nicht? Also die Banken erzeugen das Geld und das Geld wird für irgendetwas nachher angelegt. Also das Wenigste davon geht in die Realwirtschaft oder bleibt in der Realwirtschaft. Die wachsenden Anteile dieses Geldes gehen in Finanzmarktanlagen und derjenige, der eine Anlage tätigt, hat einen Vermögenstitel in der Hand. Ich kaufe eine Aktie, da habe ich ein Wertpapier, hoffentlich. Oder ich kaufe Staatsanleihen. So. Aber diesem Aktivum des Vermögens steht eine entsprechende Schuld bei jemandem gegenüber. Und das sehen Sie hier, zum Beispiel der rote Balken. Das ist eben aus den 70er Jahren heraus, sehen Sie, wie das die Finanzwirtschaft sich immens verschuldet hat. Also das bezieht sich hier auf Amerika und da haben sich auch die privaten Haushalte übermäßig verschuldet. Vor allem aber die Banken, das ist hier das rotbraune Segment, das Sie hier sehen. Und die andere Gruppe von Akteuren, die sich eben massiv verschuldet haben, das sind alle öffentlichen Haushalte der fortgeschrittenen Industrieländer. Oben sehen Sie das für Österreich, unten sehen Sie das für Deutschland. Das Bild ist immer überall so ähnlich. Das sind also diejenigen, die die Schulden gemacht haben. Und die anderen, das sind die die Vermögen haben. Wer ist das? Machen wir mal bei den Staatsschulden, gehen wir mal davon aus. Staatsschulden sind also Anleihevermögen und die Staatsschuldenkrise, wenn Sie es so betrachten, ist eben auch nur eine dieser Überinvestment- oder Überschuldungsblasen. Nicht? Es gibt ein Überinvestment in Immobilien, es gibt ein Überinvestment in Aktien und hier haben wir ein Überinvestment in Staatsanleihen. Die Banken finanzieren das, sie schöpfen Chiralgeld, damit der Staat also Schulden machen kann. Und sie behalten einen Großteil dieser Wertpapiere im eigenen Portfolio, nämlich 50-60%. Unten, das gilt für ganz Europa, also für die Eurozone, 55% der Staatsschuld befindet sich im Besitz der Banken. Nicht? In England ist es so, dass ein relativ großer Anteil im Besitz der staatlichen Pensionsfonds ist. Können wir sagen, na gut, dann kriegen sie wenigstens die Rentner. Aber das ist nur ein relativer Sonderfall. Das meiste im Durchschnitt besitzen die Banken. Und der Staat zahlt den Banken die Zinsen und nicht Ihnen und mir.
Wir haben höchstens 7 bis 14% von dieser ganzen Schuld. So, nicht? Also als private Haushalte, so als Gruppe der privaten Haushalte. Ein weiteres sehr massives Problem, das sich hier aufgebaut hat, das ist folgendes. Die Einkommen, die Ströme der Einkommen im Publikum, nicht alles unter den Haushalten, privat, kooperativ, öffentlich, alle laufenden Ausgaben müssen aus den laufenden Einkommen bezahlt werden oder alle Ausgaben müssen aus den laufenden Erträgen bezahlt werden. So, Mackenrotsches Theorem. Das gilt für Sozialausgaben, das gilt für alle Ausgaben. Und nun ist Folgendes, wenn Sie also aus den laufenden Erträgen, das heißt aus dem laufenden Wirtschaftsprodukt, wenn der Anteil der Finanzaktiva in Proportion zur Wirtschaftsleistung immer höher wird, so wie vorhin gezeigt bei den Schaubildern, dann muss natürlich auch die Proportion der Erträge, die als Einkommen in diese Finanzeinkommen fließen, immer größer werden. Das heißt also, dieses sich Abkoppeln der Finanzaktiva, der Aufbau dieser Finanzaktiva in Relation zur Wirtschaftsleistung bedeutet, dass ein immer größerer Teil in Vermögenseinkommen fließt, in Zinseinkünfte, in Kapitaleinkünfte und ein entsprechend geringerer Teil in der Primärverteilung in die Arbeitseinkommen fließt. Hier links im Bild sehen Sie, sind aggregierte Zusammenstellung von allen Industrieländern. Die G10, also die 10 wichtigsten Industrieländer, Sie sehen, das sind konjunkturelle Schwankungen, aber Sie sehen deutlich den Trend, die Erwerbseinkommensquote sinkt und die Kapitaleinkünftequote, die steigt, egal wie Sie es messen. Nicht? Und das hat zur Folge, dass wir deutlich messbar etwa seit 15, 20 Jahren leider wieder tatsächlich trotz Sozialstaat in einer Zeit leben, wo die Reichen automatisch reicher werden. Und solange das System läuft oder am Laufen gehalten wird und die Armen ärmer werden, weil die Proportion, die vorhanden ist für die Arbeitseinkommen, die wird immer geringer. Sind die Arbeitsplätze knapp, muss man ein Arbeitseinkommen knapsen und so weiter und so fort. Habe ich noch etwas Zeit zum Abschluss dieser Analysen? Ich möchte auf die Rolle der Zentralbanken noch zu sprechen kommen. Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle getan. Ich habe gesagt, dass den Zentralbanken de facto die Kontrolle über dieses System entglitten ist. Die Banken selber haben als Bankengruppe auch keine Kontrolle, sondern das ergibt sich einfach. Die Banken machen sozusagen, was ihr Geschäftsplan, sie denken sich einen Geschäftsplan aus und den führen sie aus und dann ergibt sich etwas. Unter Kontrolle hat das niemand. Und man kann Folgendes sagen, also die Banken, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich alle Banken der fortgeschrittenen Industrieländer finanzieren ihre Staaten. Die Staaten selbst haben es sich gesetzlich verboten, sich selbst Geld zu drucken, wie man sagt, früher sagte, heute auch noch sagen kann. Es ist in der Europäischen Union auch durch den Artikel 123.1 der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV abgekürzt, der Lissabon-Vertrag, nicht? Es ist verboten, der Zentralbank zur Finanzierung des Staates beizutragen. Die Zentralbank darf heute dem Staat nicht mal mehr Kassenkredit geben, also sprich kleinen Überziehungskredit, um vorübergehende Unebenheiten bei Ein- und Ausgaben. Am ersten sind immer viele Ausgaben fällig und der Steuerfluss hat einen anderen Rhythmus, also die Steuereinnahmen. Braucht der Staat ab und zu einen Überziehungskredit, nannte man Kassenkredit. Ist verboten, gibt es nicht mehr. Nicht mal mehr das. Ja. Warum? Man hat die Banken privilegiert, dieses gesamte Geschäft sozusagen als Privileg. Ist ein Bankenermächtigungsgesetz in meinen Augen. Und was die Staaten sich selber verboten haben, paradoxerweise oder ironischerweise, das machen die Banken für den Staat,
umso gedankenloser, umso bedenkenloser und umso auswuchernder, nämlich Geld drucken, bis alles zusammenbricht. Ja? Man sagt, wenn der Staat Geld druckt, um Gottes Willen, da geht die Welt unter, da gibt es Inflation. Ja? Es gibt nie so viel Inflation und so viele Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen und Bankenkrisen und Staatsschuldenkrisen, wie dort, wo die Geldschöpfung praktisch in die Hände der Banken geraten ist, maßgeblich. Dann kriegen sie immer Verbraucherpreisinflation, Asset Inflation, Asset Price Inflation und Finanzkrach. So, nicht? Und das ist also schon, das muss man sich überlegen, was hier stattgefunden hat. Hier wurde ein hoheitliches Privileg, nämlich das Geldregal, über das ich im nächsten Teil dann noch sprechen werde, dieses hoheitliche Privileg der Währungshoheit, der Geldschöpfung und der Realisierung des Geldschöpfungsgewinns für die Staatskasse, das hat der Staat den Banken abgetreten. Was würden Sie von einem Staat halten, der sein Gewaltmonopol obskuren Milizen überlässt und sein Steuermonopol privaten Geldeintreiber überantwortet, so wie im Feudalismus, die die Hälfte in die eigene Tasche stecken, nicht? Und die andere Hälfte geben sie ab. So. Oder die Gesetzgebung privaten Juristenclubs überlassen. Was würden Sie von so einem Staat halten? So, nicht? Aber das ist sein Geldregal, die hoheitliche Prärogative, eben der Währungs- und Geldhoheit, das wurde sogar per Gesetz den Banken übertragen. Das ist in meinen Augen eine quasi-feudale Privilegierung, die in einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich nichts zu suchen hat. Nicht? Das Ergebnis ist, dass die Zentralbank heute nicht mehr Bank des Staates ist, gar nicht mehr sein darf, sondern ist nur noch Bank der Banken. Sie ist nur noch dazu da, die Banken zu bedienen, was sie auch macht. Gerade jetzt sehr massiv mitten in der Krise. Nicht? Die Zentralbank selber aber ist dabei nicht mehr die eigentliche Quelle des Geldes, sondern sie ist nur noch die zweite Instanz. Die Initiative des Handelns liegt bei den Banken und die Zentralbank reagiert darauf. Ja? Und sie vollzieht praktisch reaktiv, refinanzierend das, was die Banken vorgeben. Und die Banken haben dann also wieder im sektoralen Gleichschritt ihre Bilanzen wiederum in etliche Milliarden ausgedehnt. Dann brauchen sie wieder ein paar Millionen Reserven als Refinanzierung bei der Zentralbank. Und die kriegen sie dann auch. Immer re, nicht? So, im Nachvollzug. So, aber vorgegeben wird alles von den Banken, nicht? Und die allgemeine Rechtfertigung, das habe ich eben schon ausgeführt, wird eben gesagt, ja, das ist richtig so. Also die Bankinglehre, die vorherrschende Bankinglehre sagt, ja, das ist gut und richtig so, weil die Banken wissen, wie es geht. Und die Märkte richten das schon, nicht? Die Finanzmärkte sind ein selbstorganisierendes System und so weiter und so fort. Und das ist eine... Für meine Begriffe, also das gibt es seit 200, 300 Jahren, das ist ein sich fortsetzender sowohl wissenschaftsakademischer Streit als auch natürlich ein Politikkontroverse. Und zuletzt wurde das gerechtfertigt durch die sogenannte Efficient Market Hypothesis. Also das heißt, wie schon vor 300 Jahren, die Banken wissen, wie es geht und die Finanzmärkte sind effizient, die kommen zu einem Gleichgewicht. Die Wahrheit ist eben, die eingangs gezeigten 400 so und so viel schweren Systemkrisen nur in den letzten 40 Jahren. Und warum kommen die Märkte nicht ins Gleichgewicht? Das ist sehr einfach. Wenn Sie hier eine Akteursgruppe haben, die sozusagen auf Tastendruck ungefähr so viel Geld erzeugen kann, wie sie will, wie soll dann ein Markt ins Gleichgewicht kommen? Das, was angeblich knapp sein soll, das Geld, das wird gedruckt wie Heu. Ja, so. Wo soll da ein Marktgleichgewicht herkommen? Da kann kein Marktgleichgewicht entstehen, wenn der Knappheitsfaktor fehlt an den Finanzmärkten. Und wenn irgendwo was am Laufen ist, dann können die, Stichwort Leverage, dann wird noch praktisch Kohle ins Feuer geschüttet. Kohle im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht? So, das war, was ich im ersten Teil vortragen wollte zur Analyse des bestehenden Systems und seiner Krisen. Ja, wir haben jetzt 25 Minuten Zeit für Fragen. Nun sind Sie dran. Ich würde Sie bitten, die Fragen kurz zu stellen, damit wir möglichst viele Fragen heute behandeln können.
Ja, da ist die erste Frage. Hat das Telefon, das Mikrofon kommt noch, Marlene? Wenn Sie von Zentralbanken sprechen, sprechen Sie dann jetzt zum Beispiel von unserer Nationalbank, von der EZB oder von der FED oder wovon sprechen Sie da? Danke. Noch eine Frage zu Zentralbanken? Ja, vielleicht gleich sammeln wir Fragen. Ja, zu Zentralbanken. Gibt es noch? Nee. Ja, ich spreche von all diesen Banken. Maßgeblich die Federal Reserve der Vereinigten Staaten, die Europäische Zentralbank und die ihr 17 angeschlossenen nationalen Zentralbanken, darunter die Österreichische Nationalbank und die Bank von England und die Bank von Japan. Das sind in den Krisenländern die maßgeblichen. Nicht? Die meine ich damit, die verfahren alle gleich. Mhm. Nächste Frage, der Herr da vorne. Ich habe mal einen Banker gefragt, wie das funktionieren kann, eben auch behauptet, das wäre so inflationär. Und da hat er gesagt, die Banken hätten das Kreditwissen, die würden die Kreditexpertise, so war der Name, und sie würden nur dort Geld hingeben oder nur dann Geld drucken, erschöpfen, wenn wirklich ein realer Wert dem gegenübersteht. Zum Beispiel, ich baue ein Haus, dann sei ja wirklich ein Haus da, oder der Staat baut eine Straße, eine U-Bahn und so weiter. Also ich glaube, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, das ist Banking-Ideologie. Die Wahrheit ist eine andere. Also die realen Werte, denken Sie an die Hypotheken, die Hypothekarbriefe. Das war früher eine sogenannte konservative Geldanlage. Im Zuge der amerikanischen Immobilienblase hat man die also in so diese gemischte Good-Bad-Schulden-Sandwiches verpackt und weltweit verkauft. Und das sind die realen Werte, die da dahinter stehen. Nicht wahr? Hinzu kommt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, also Tatsache ist, dass die Ratings, die ja von den Banken selbst bezahlt werden, erweisen sich oft als fürchterlich falsch. Und gerade diese Wertpapiere, in Anführungsstrichen, also diese wertlosen Papiere, die Bankenkrise ausgelöst haben im Jahr 2007, die hatten alle ein fantastisches Rating. Aber es war zusammenfantasiert. Das war um einen Faktor 1000, die Risikogewichtung war um einen Faktor 1000 falsch. Nicht? Also die Risikobewertung der Banken, das ist ein detailliertes Geschäft, aber das ist zum Teil Statistik, zum Teil Erfahrungen und zum großen Teil Kaffeesatzleserei. Denn was ich heute als ein wertvolles Aktivum in der Bilanz stehen habe, kann schon morgen nichts mehr wert sein. Und dann will ich es liquidieren, dann kriege ich nichts mehr dafür. Und dann ist meine ganze Bilanz im Eimer. Ja, dann. Okay, nächste Frage. Das. Ja. Soweit ich weiß, ist, warum man die Trennung eingeführt hat, dass die Staaten immer selber Geld schöpfen können, ist, weil einerseits politisch immer die Staatsschulden damit finanziert worden sind, also dass da immense Geldausweitung gegeben hat, um die Staatsschulden zu finanzieren. Und das vor allem, weil eben früher immer sehr viele Kriege damit finanziert worden sind. Und das würde ich mal behaupten, das ist ja eigentlich jetzt nicht mehr gegeben, weil jetzt muss es ja wirklich irgendwo trotzdem nur sich am Markt abbilden, ob das möglich ist. Naja, dass das heute nicht mehr gegeben sei, würde ich so nicht behaupten. Also das ist schon ein Problem. Ich würde sagen, wenn man es dem Finanzminister oder dem Kabinett überlässt, das Geld zu drucken, das sie brauchen, das geht mit Sicherheit schief. Weshalb wir ja bei der Monetative denken, wir brauchen eine eben eigenständige staatliche Gewalt, die unabhängig ist von den anderen, sinngemäß so wie die Gerichte. Nicht? Die Richter sprechen Recht und nicht die Regierung und das Parlament. Und so brauchen wir eine unabhängige Geld- und Währungsbehörde, in unserem Fall würde ich sagen die Zentralbanken, die das unabhängig von Weisungen in der Hand haben müssen. So. Also das ist die Vorkehrungskonstruktion. Ansonsten möchte ich gern wiederholen, dass die Geschichte,
die da erzählt wird, überwiegend nicht stimmt. Es gibt historisch sehr viel mehr Beispiele, wo staatliche Geldschöpfung stattgefunden hat, zum Wohle des Staates und der gesamten Wirtschaft. Denken Sie zum Beispiel an die Colonial Bills in Amerika, bevor sie die Vereinigten Staaten wurden. Da haben die Amerikaner aus purer Not, weil die Engländer das ganze Geld abgezogen haben, apropos Krieg und so weiter, da mussten die Geldscheine drucken. Und dann haben die verschiedenen Gouverneure der Kolonien in Amerika ihr eigenes Geld gedruckt. Und es ging schief. Kleine Inflation gab es nur in Massachusetts. In allen anderen Ländern funktionierte das wunderbar. Wir haben das ungefähr hingekriegt. Die Wirtschaft begann zu wachsen um 6-8% pro Jahr. Die Briten waren furchtbar neidisch und die Londoner Banker haben sich grün und blau geärgert, dass die ihr eigenes Geld drucken und nicht mehr von den britischen Banken abhängig sind und die Wirtschaft so wunderbar floriert. Und dann haben sie auf politischem Wege, Stichwort Lobbyismus, bewirkt, dass das verboten worden ist und die Amerikaner wieder von den Bankdarlehen der Briten abhängig wurden und daraufhin gab es einen Unabhängigkeitskrieg. Und es gibt mehrere Dutzend solcher Beispiele und es ist sehr gut, das zu lesen. Und das Gegenbeispiel, das man immer nimmt, fürchterliche Inflation, vor allem diese horrende, massive, also die 1923, diese Hyperinflation im Deutschen Reich, die war tatsächlich, weil der Staat hatte keine Kontrolle mehr über die Bank, sondern aufgrund alliierten Rechts hatten ausländische private Banken die Kontrolle über die Deutsche Reichsbank. Und das muss man genauer untersuchen. Und die haben gegen die Reichsbank wurde missbraucht, um Spekulationen gegen die Reichsmark zu finanzieren. Und das war eine private Bankengeschichte. Das kam von den Alliierten und nicht von der deutschen Regierung. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich eine Staatsschuld habe, die ich in Goldmark bezahlen muss. Wieso soll ich da eine Inflation vom Zaun treten? Da wachsen doch meine Schulden, die ich ja mit meinem eigenen Papiergeld nicht bezahlen kann, wenn ich Goldmark bezahlen muss. Ja, da ist sehr viel Desinformation unterwegs. Diese Inflationsgeschichte muss überwiegend neu erzählt werden. Ja. Da vorne war eine Frage, Marlene. Ja, Sie haben erwähnt, dass diese hoheitsrechtlichen Aufgaben des Geldschöpfens vom Staat, also von den Behörden, in die privaten Hände übergegangen ist und das eben durch Gesetzgebung. Wie kommt so eine Gesetzgebung zustande? Haben Sie da irgendwie einen Einblick gehabt? Und da ist eine anschließende Frage, wie könnte man es wieder zurückführen? Also meines Wissens, es gibt eine ähnliche, aber nicht ganz so schroffe Gesetzgebung auch in den Vereinigten Staaten. Auch sinngemäß ähnlich in Japan. Wie das jeweils zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Was ich gewiss weiß, ist, dass der Einfluss der Banken selbst, der Bankenlobby, jedes Mal sehr groß gewesen ist. Und in Europa, wie war das nochmal? Eine Fernsehjournalistin hat einen Dokumentarfilm gedreht über das Finanzdepartement in Brüssel von der Europäischen Union, das aktuell geführt wird von dem Finnen Olli Rehn. Und diese Frau hat ermittelt, dass von 210 oder so viel, 215 dort akkreditierten Experten und Beratern oder sprich Lobbyisten, sind über 200 kommen von Bankenverbänden. Und das ist so eine Information, die ich weiß das auch erst seit ein paar Monaten, aber ich meine, wenn das so ist, dann muss man sich natürlich über nichts mehr wundern. Und es ist in unseren Ländern so, dass eben heute schon, so wie in dem Bereich der Umwelt, im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Energie, so auch im Bereich der Geld- und Finanzpolitik, ist sehr viel nationales Recht durch Europarecht vorgegeben. Und deswegen konzentrieren sich alle Lobbyisten auf Brüssel und nicht auf Wien oder Berlin oder Frankfurt.
Und es scheint wohl zu funktionieren. Aber wie genau das da reingekommen ist, weiß ich nicht. Denn ein Politiker, der eigentlich außer dem Allgemeininteresse, das Staatsinteresse mehr im Auge haben sollte als das Interesse der Banken, dass der so ein ein Gesetz befördert, das die monetäre Selbstentmachtung des Staates vorschreibt. Ich wüsste auch gern, wie das zustande gekommen ist. Marlene Ganz. Grüß Gott, danke. Also für mich ist so, seitdem ich mich damit beschäftigt und desto mehr, dass ich mich darüber informiere, desto mehr wird irgendwie das, was Sie sagen, einfach für mich einfach bestätigt. Also das ist für mich halt wieder mal bestätigt worden, dass das da einfach grundsätzlich falsch rennt. Und was mir immer mehr auffällt, seitdem ich mich einfach darüber informiere, ist einfach diese öffentliche Desinformation. Also mir fällt einfach nur ein Plakat ein, wo von den Banken ganz groß dafür geworben wird, dass man sich jetzt die Kontoführung auf das Smartphone holen soll. Und auf was ich hinaus will, ist das, die Tendenz ist immer mehr das, dass wir immer mehr in dieses System eingegliedert werden, dass wir immer mehr dazu geleitet werden, dass wir Chiralgeld verwenden, dass wir nur mehr mitmachen bei dem ganzen Hamsterradl, dass wir nur mehr arbeiten, nur mehr Kredit aufnehmen, nur mehr Häuser bauen und so weiter und so weiter und so fort. Und die Frage, die ich habe, ist, was daran Sie, den hier anwesenden Menschen und auch mir und allen anderen, raten? Was ist die effizienteste Möglichkeit? Wie können wir sie da dagegen wehren? Und ich möchte aber noch anhängen, dass, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass das leider ein sehr unangenehmes Thema ist, weil das heißt ja alle, dass wir auf viel Luxus verzichten müssen, dass wir... Ich würde bitten. Ja. Also meine Frage ist auch, ja. Wir wissen die Frage. Genau. Okay, danke. Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Sie gehen auf das Thema raus, dass praktisch dieses vorhandene Geldsystem einen Wachstumszwang mit sich bringt. Und das nennen Sie Hamsterradl, nicht? Konsumzwang, Arbeitsleistungszwang, Wirtschaftswachstumszwang, sowohl real als auch inflationär. Die Frage habe ich verstanden. Ich würde Sie bitten, sich mit der Antwort zu gedulden, weil das Vollgeldsystem, das ich gleich vorstellen möchte, gibt eine Teilantwort darauf. Wobei ich allerdings sagen möchte, Also ich glaube, es ist nicht nur das Chiralgeldregime der Banken, das einen Wachstumszwang ausübt. Ich denke, wenn Sie ein staatlich kontrolliertes Geldsystem wiederherstellen, dass dann der Wachstumszwang noch nicht unbedingt alleine deshalb abgemildert oder außer Kraft gesetzt ist. Aber vielleicht können wir nachher darauf zurückkommen. Mhm. Maria. Danke. Zuerst ein kleiner Hinweis, John F. Kennedy hat ja die Fed verstaatlicht und hat angeblich sein Leben deshalb gelassen, weil er das gemacht hat und gleich der nächste Präsident hat es wieder in Privathände gegeben. Frage, ist Fed und Goldman und Sachs in irgendeiner Weise verbunden, sprich Rothschild? Und das nächste ist Zinseszinsen. Die Abschaffung von Zinseszinsen, würde das uns nicht helfen, uns ganz einfach im Volk? Danke. Das ist eine große Frage, sehr schlicht gestellt. Also wissen Sie, dass Zins und Zinseszins, diese Frage, das ist eine große, bedeutende Frage, eine sehr vertrackte Frage. Ich sehe, dass das ein Problem ist und dass auch Mechanismen der Umverteilung damit verbunden sind, die allerdings, solange wir Wachstum haben und Inflation haben, gerade durch Wachstum und Inflation ein Stück weit auch neutralisiert werden. Aber ich erkenne an, Zins und Zinseszins ist ein Problem. Aber umgekehrt, ich weiß noch nicht so genau, wie ein Geldsystem und eine Finanzwirtschaft ohne Zins als Allokationsmechanismus funktionieren kann.
Das heißt, nach meinem jetzigen Erkenntnisstand muss ich sagen, kein Zins ist auch ein Problem. Islamic Banking ist für meine Begriffe Umetikettierung von Dingen. Und es geht auch dort darum, dass praktisch jemand, der etwas finanziert, nachher mehr zurückbekommt, als er investiert hat. Die Regeln sind etwas anders und die Leute müssen mehr mit ins Risiko gehen. Insofern ist Islamic Banking etwas anderes. Aber ob das wirklich ein System ohne Zins ist, finde ich eine reine Interpretationsfrage. Da wäre ich sehr skeptisch. Die Fed und die Goldman Sachs und die Rothschild, darüber weiß ich im Einzelnen nicht Bescheid. Es ist aber in der Tat auffällig, dass eine ganze Reihe von amerikanischen Präsidenten und Präsidentschaftsanwärtern Opfer von Morden wurden. Alles Präsidenten, die sich für staatliches Geld eingesetzt haben, was in Amerika ja, wie ich vorhin schon darauf hingewiesen habe, eine starke Tradition hat, eine patriotische Tradition sozusagen, und in Amerika der Kampf sozusagen zwischen staatlicher Kontrolle über das Geld beziehungsweise Kontrolle des Parlaments über das Geld einerseits und Kontrolle der Banken einschließlich der privaten Federal Reserve als private Zentralbank, der Banken über das Geld im Interesse einer Plutokratie, das kann man ganz direkt so sagen, das hat in Amerika Tradition eigentlich seit Mitte des 18. Jahrhunderts, nicht? Oder so schon früher. Und wie war das? Lincoln, wie hieß der eine? Andrew Jackson? Ein anderer, dessen Name mir gerade entfallen ist, sind entweder Mordanschlägen zum Opfer gefallen, also sind dabei ums Leben gekommen, oder wurden zumindest sehr schwer verletzt. Ob Kennedy darunter fällt, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also Entschuldigung, was man dazu noch sagen kann, gerade in Amerika, auch jetzt in Europa, es ist ja schon auffällig, wie also die oberen Etagen, sowohl in den Zentralbanken als auch in den nationalen Behörden, Finanzministerium, Ministerien, wie die in großer Stückzahl zunehmend besetzt werden von Personal, das von den großen amerikanischen Moneybanks kommt oder gekommen ist. Nicht? Das gilt auch für Draghi und Monti. Und das gilt auch für die Politiker und Federal Reserve Leute, die in Amerika zuletzt am Ruder gewesen sind. Das gibt einem schon zu denken, selbstverständlich. Aber ich weiß darüber nichts. Also Verschwörungstheorien verhalte ich mich sehr zurück, aber diese Zusammenhänge sind irgendwie, da muss man schon extra weggucken, wenn einem das nicht auffallen soll. Nicht? Also, okay, da hinten daher. Ja, mein Name ist Patrick Sieben und ich habe noch eine Verständnisfrage. Sie haben vorher erklärt, dass die private Chiralgeldschöpfung der Banken ungefähr im Gleichschritt ablaufen muss. Ja. Können Sie nochmal erklären, warum das so ist? Danke. Nun ja, weil die Freiheit der Banken, sehr, sehr viel Chiralgeld zu schöpfen auf der Basis einer geringen Menge von Bargeld und Zentralbankreserven. Das beruht darauf, dass der Zahlungsstrom unter allen Banken, die Auszahlungen, und die Abflüsse und die Zuflüsse, dass die sich möglichst die Waage halten, sodass die am Ende der täglichen Verrechnungen, die Salden, die entstehen, die beglichen werden müssen, dass die nicht zu groß werden. Die Banken haben da noch einen Puffer eingebaut, das sind Interbankenverrechnungskonten. Das heißt, wenn also eine Bank am Ende eines Tages ein Zahlungsdefizit hat, in gewissen Grenzen, dann muss diese Bank der anderen Bank, der sie diese Überweisung schuldet, das nicht unbedingt gleich in Zentralbankgeld überweisen, sondern die Banken räumen sich gegenseitig auch Überziehungskredit bzw. einen Swing ein, bis zu einer gewissen Grenze, und erst dann muss in Zentralbankgeld beglichen werden. Das erlaubt ihnen also schon sehr große Manövrierfreiheit. Aber wenn eben eine Bank aus der Reihe tanzt sozusagen, beziehungsweise sich massiv exponiert, während alle anderen Banken das nicht tun,
dann entsteht natürlich bei der Bank, die das tut, ein großer Reservenabfluss im Vergleich zu den anderen, ob schon nur fraktional, aber doch sehr groß, sodass diese Bank sehr viel mehr refinanzieren muss, also sehr viel mehr Geld aufnehmen muss und dafür Zinsen zahlen muss, die sie ja sonst nicht zahlen muss. Und dann haben die anderen Banken gegen diese einen Bank einen sehr massiven Kostenvorteil. Und diese Bank, die das macht, sehr massiv macht und womöglich auf Dauer macht, die gerät dann ins Hintertreffen. Und das ist der Grund, weshalb die ungefähr so... Daja, in Grau. Habe ich das richtig verstanden, dass als das Vollgeld oder Realgeld, was wir hatten, deswegen so inflationär werden konnte, weil es nicht mehr an den Goldpreis gekoppelt war? Hat das damit auch was zu tun und ist das eine Folge dieser Gesetzesnovelle, wo sich die Banken quasi abgekoppelt haben von Gut und Böse? Das, was Sie sagen, also Sie bringen ja eine These vor, diese These, dass also diese Entgleisung, diese neuerliche Entgleisung des Geldbanken und Finanzwesens, dass das Ende des Goldstandards daran schuld sei. Da gibt es eine zeitliche Koinzidenz, sodass man diese These aufstellen könnte. Ich selber denke es nicht, weil ein Blick in die Geschichte zeigt, dass solche Krisen auch aufgetreten sind, als es Goldstandard gegeben hat, mehr oder weniger strikt. Man kann das auch mit anderen Dingen in Zusammenhang bringen. Zwei Dinge sind zum einen, die seit Beginn des Bretton Woods-Systems, also seit der Nachkriegszeit verfolgte, massive Deregulierung des internationalen Geldbanken- und Finanzwesens. Wenn schon, würde ich eher da einen Grund suchen. Und das hat man vollzogen zusammen mit der Entwicklung des GATT, was heute die Welthandelsorganisation ist. Und man hat also Schritt für Schritt die Konvertibilität der Währungen und also immer mit dem Dollar als Leitwährung und der freie Zahlungs- und Kapitaltransfer rund um die Erde, alles auf Telefonanruf oder Knopfdruck inzwischen nicht und so weiter. Ich glaube, dass das zusammen auch mit der Informations- und Kommunikationstechnischen Revolution aus den 70er Jahren heraus, das scheint mir ein plausiblerer Grund zu sein. Ein anderer Grund ist einfach, ich bin ja auch Soziologe im Sinne der Mannheimschen Generationswechseltheorie. So bis etwa in die 50er, 60er Jahre hatten die Eliten noch eine Erinnerung an die 20er und 30er Jahre. Und hatten, verzeihen Sie die saloppe Ausdrucksweise, aber hatten die Hosen voll noch. Also die wussten, was passiert, wenn man zu risikofreudig wird, sagen wir es mal so. Nicht? Dieses Wissen verdünnisierte sich allmählich und auch vor dem Hintergrund des sogenannten Wirtschaftswunders war dann vielleicht auch eine ganz neue Risikobereitschaft entstanden, Generationenwechsel und eben auch ein Paradigmenwechsel. Bis dahin hatte man als Folge auf die schwere Krise gab es nicht mehr diesen Free Banking Impuls und diesen liberalen Impuls, die Märkte richten das schon und so weiter. Die österreichische Schule geriet vorübergehend in die Defensive. Es herrschte dann Keynesianismus, Staatsintervention und Keynes war ja durchaus auch ein Befürworter von staatlich kontrolliertem Geld. Die Bank von England hat bis in die 70er Jahre hinein Kreditplanung betrieben. Sie hat ganz massiv den Banken Vorschriften gemacht, hat eine Kreditplafonierung betrieben für die verschiedenen Kreditgeschäftssegmente. Das ist etwas, was heute völlig unvorstellbar ist. Wenn Sie das heute vorschlagen, dann ist das so kommunistische Planwirtschaft. Also die Engländer haben das bis in die 70er Jahre hinein gemacht. Und alles das fiel weg. Im Übrigen fiel auch im Laufe dieser Jahrzehnte wesentliche Teile der sogenannten Trennbankenordnung in Amerika, die man in den 30er Jahren eingeführt hatte, die wurde schrittweise aufgeweicht und das fiel auch in diese Zeit. Also ich denke, da Paradigmenwandel, Generationenwandel, Deregulierung
Und ja. Ja, ich sehe, es gäbe noch viele Fragen, aber leider zeitlich geht es sich nicht mehr aus. Wir kommen nun zum zweiten Teil, nämlich zur Lösung, wie wir das Problem der Chiralgeldschöpfung eventuell doch lösen könnten. Herr Professor, ich würde Sie bitten. Ja, dann fahren wir also fort. Also die Finanzkrisen, das habe ich schon gesagt. Und also die Grundthese, von der ich hier ausgehe, habe ich vorhin ja auch schon einleitend gesagt, dass den Finanzmarktproblemen, mit denen wir es heute zu tun haben, dass diesen Problemen an der Wurzel dieser Probleme sich das Geldsystem befindet und dass diese finanziellen Krisenursachen, die es ja in größerer Zahl gibt, eine gemeinsame monetäre Ursache haben. Ich will Ihnen das anhand dieses Schaubildes bebildern, also das Geldsystem, das Finanzsystem und die gesamte Wirtschaft. Und es ist so, dass das Geldsystem ist die Basis oder sozusagen die Kernkomponente der Finanzwirtschaft. Man spricht ja auch in der Finanzwirtschaft von der Geldbasis, in der Finanzwissenschaft von der Geldbasis der Finanzwirtschaft. Und so ist auch die moderne Wirtschaft also konditioniert und kontrolliert dann auch die reale Ökonomie. Wir haben ja heute im Ursprung keine Tauschökonomie mehr, sondern es ist eine Kredit- und Finanzwirtschaft. Und ohne Finanzierung läuft nichts. Und im Kern der Finanzierungsökonomie steht das Geldsystem. Und wenn ich also die Finanzwirtschaft in Ordnung bringen will, dann muss ich das Geldsystem in Ordnung bringen. Das ist wahrscheinlich noch nicht die ganze Antwort, aber ohne diese Antwort werden alle möglichen Finanzmarktmaßnahmen wahrscheinlich nur schlecht oder gar nicht funktionieren oder nur suboptimal funktionieren. Und durch eine Geldreform ist vorausgesetzt, dass auch Finanzmarktreformen darüber hinaus erfolgreich sein können. Und die Reform, an deren Ausarbeitung ich also beteiligt war und die wir dann auch zusammen mit dem Kollegen und Freund James Robertson vor 12, 13 Jahren im angelsächsischen Raum publiziert haben und die heute auch den meisten Geldreforminitiativen in all diesen Industrieländern zugrunde liegt. Das ist also das, was auf Deutsch man Vollgeld nennen kann. Der Begriff hat sich inzwischen erfreulich ausgebreitet. Und Vollgeld ist die Abkürzung für vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel. Chiralgeld, wie ich ausführte, ist überhaupt kein richtiges Geld. Es ist ein Geldsurrogat, das wir wie Geld benutzen. Es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Und wir wollen also einen Übergang von Chiralgeld zu Vollgeld herbeiführen. Das heißt, auch unsere Guthaben auf den laufenden Geldkonten, auch das soll vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel werden, das von einer dazu autorisierten staatlichen Stelle in Umlauf gebracht wird, nicht mehr von den Banken. Ja, Vollgeld ist also kein Chiralgeld mehr, keine Kundenforderung auf Geld oder Bargeld, sondern Vollgeld, die Gutschrift auf dem Konto, ist dieses Geld, unbares Geld. So. Es ist keine Forderung auf dieses Geld. Das Chiralgeld heute ist eine Forderung auf Geld, auf Bargeld. Aber wir realisieren die Forderung nur fraktional. So. Eine Vollgeldreform würde Zustände herbeiführen, die dem eingangs erwähnten Sparschweinmodell der Ökonomie ein Stück weit nahe kommen. Also es würde ein Geldsystem entstehen, das einfach nachzuvollziehen ist und das ungefähr so funktioniert, wie die meisten Menschen mit gesundem Menschenverstand sich vorstellen, dass es funktionieren müsste, obwohl es in Wirklichkeit ganz anders funktioniert. So. Also eine effektive Kontrolle der Geldmenge dadurch, unabhängig gestellte Zentralbank, der die staatliche Geld- und Währungshoheit überantwortet wird,
eigentlich sehr viele unserer Gesetze, die wir heute haben, die klingen schon so ähnlich. Nur die Realität ist eine andere. Die Zentralbanken können heute ihre Aufgabe, Hüter der Währung und des Geldes zu sein, gar nicht nachkommen, weil ihnen die Kontrolle über das Geld entglitten ist durch die Ausbreitung des Chiralgeldsystems. Nicht? So. Eigentlich hätten die meisten Zentralbanken ja diesen Auftrag schon, mehr oder weniger, aber sie können ihn nicht ausüben. Es sind drei Komponenten, die eine solche Vollgeldreform, den Übergang von Chiralgeld zu Vollgeld, kennzeichnen. Das ist also erstens die Wiederherstellung der staatlichen Währungs- und Geldhoheit, das Geldregal, so nennt man das, ein hergebrachter Ausdruck, ist ein Rechtsausdruck, es ist Staatsrechts, des Verfassungsrechts, als eine hoheitliche Prärogative. Also eine Prärogative ist ein staatliches Vorrecht von Verfassungsrang. Und das beinhaltet dieses Geldregal, die Bestimmung der Währung in einem Hoheitsgebiet. Das haben die Banken noch nicht usurpiert. Der Theorie des Free Banking zufolge sollen sie das, aber das haben sie noch nicht geschafft. So. Aber 2 und 3 haben sie usurpiert, nämlich die Ausgabe der gesetzlichen Zahlungsmittel in dieser Währung. Und drittens die Realisierung des Geldschöpfungsgewinns, der aufgrund dieser Geldschöpfung entsteht. Man nennt das die Seigniorage. Die Seigniorage, das ist die Einnahme der Staatskasse aus der Geldschöpfung. Nicht? So. Und das also soll uneingeschränkt wiederhergestellt werden. Und das beinhaltet, dass die Chiralgeldschöpfung der Banken beendet wird. Als dritter Punkt soll, um den Vorteil einer solchen Reform für die Öffentlichkeit auch optimal zu nutzen, soll neues Geld, das im Zuge des vorhandenen Wirtschaftswachstums geschöpft werden muss, dass dieses Geld unverzinslich und unbefristet den staatlichen Haushalten überlassen wird und also durch öffentliche Ausgaben in Umlauf gebracht wird, so wie das früher, als es das intakte Geldregal noch gab, ja der Fall war. Die Seigniorage bestand darin, dass die Obrigkeit die Münzprägung unter Kontrolle hatte und praktisch den Prägegewinn, den Schlagschatz realisierte, neue Taler wurden durch die dazu autorisierten Stellen in Umlauf gebracht und den Taler herstellen kostete, ich glaube 40%, ich weiß nicht, ob das Heller oder Pfennig waren oder so, nicht? Und die Differenz, das war also der Geldschöpfungsgewinn. Modernes Geld elektronisch zu erzeugen, kostet materiell so gut wie nichts. Es hat gewisse Transaktionskosten, Verwaltungskosten und so weiter, nicht? So. Also unverzinslich und unbefristet im Staatshaushalt neues Geld überlassen, damit es durch Staatsausgaben in Umlauf kommt. Im Ausnahmefall, situativ, kann auch weiterhin Geld per verzinslichem Zentralbankkredit an Banken, aber auch, warum nicht, an öffentliche Körperschaften im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in Umlauf gebracht werden. Es gibt eine historische Parallele zwischen dem vorhandenen Banknotenmonopol und dem wiederherzustellenden allgemeinen Geldregal. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass eine Vollgeldreform heute mit dem Buchgeld macht sinngemäß das Gleiche, was die Einführung des Banknotenmonopols mit dem Papiergeld machte im 19. Jahrhundert. Damals war das so, dass im Zuge der industriellen Revolution, damals angeführt von England, deshalb kamen auch diese geldpolitischen Entwicklungen damals vor allem aus England, aber nicht nur. Im Zuge dieser industriellen Revolution war also der Geldbedarf massiv gestiegen und es war so, dass die privaten Banken in immer größerer Zahl Papiergeld in Umlauf gaben, privates Bankengeld. Man nannte das Zettel auf Deutsch, Zettelgeld von Zettelbanken. So, das war privates Geld. Die brachten das in Umlauf, so wie die Banken heute Chiralgeld in Umlauf bringen.
Und das führte auch damals schon zu ähnlichen oder den gleichen Krisenerscheinungen, nur nicht so massiv wie heute. Also sowohl in der Schwere der Krisen nicht so massiv, auch nicht die Vielzahl und auch nicht die Globalität dieser Krisenphänomene, aber es war vergleichbar. Und das gab Anlass zur Kontroverse zwischen der sogenannten Currency School, die wollen staatliches Geld bzw. staatlich kontrolliertes Geld, und der Banking School, der Name ist selbsterklärend, die wollen, dass die Banken das unter Kontrolle haben und die Banken Geld schöpfen dürfen, wie sie wollen. Weil ja die Märkte würden das schon richten. So, nicht? Und diese Kontroverse war damals auch nicht neu, sie ist damals aber wieder aufgelebt. Man hat das damals zugunsten der Currency School entschieden, beziehungsweise eben zugunsten des Konzepts des staatlichen Geldes. Und man hat den Banken verboten, eigenes Papiergeld zu drucken für dahin. Und das war dann das staatliche Banknotenmonopol. Und die meisten staatlichen Zentralbanken sind damals in dessen Zuge erst entstanden. Eine Vollgeldreform macht dasselbe mit dem unbaren Geld auf den laufenden Konten. Nicht? So. Ja, damals übrigens, also man wird sich fragen, ja, dann haben wir doch damals schon ein Vollgeldsystem gehabt. Das haben wir nicht gehabt. Und zwar warum? Man hat verkannt, man hat das erst Ende des 19. Jahrhunderts erkannt, die Theorie der multiplen Giralgeldschöpfung ist ausgehend von England in den 1890er Jahren entstanden. Davor hat man die Bedeutung der Girokontoverrechnung nicht erkannt. Die gibt es ja schon seit Jahrhunderten, nicht? Der Geschäftsverkehr der großen Handelshäuser, Banken und so weiter, gerade auch im Fernhandel, im Überseehandel, die arbeiteten ja schon immer mit Girokonten und gegenseitiger Verrechnung und so weiter. Nicht? Das hatte sich nur nicht verallgemeinert. Und das hat es aber im Zuge der industriellen Revolution getan. Und Sie sehen an diesem Schaubild, dass vor über 100 Jahren der Anteil des Giralgeldes bereits bei über einem Drittel der gesamten Geldmenge gelegen hat. Und deshalb entstand damals nicht wirklich ein vollständiges staatliches Geldregal, sondern das wurde von vornherein schon immer unterlaufen durch die Realität, durch die sich ausbreitende Realität des Giralgeldregimes, dass man erst nach und nach gelernt hat zu verstehen. Es wurde im Übrigen auch, wurde diese Gesetzgebung zugunsten des Currency-Systems, wurde auch durch Bankenlobbyismus immer wieder außer Kraft gesetzt oder aufgewässert, auch in England, wenn es opportun war. Ja, den Rest habe ich schon erzählt. Und diese Reform soll sich so vollziehen, dass ab einem bestimmten Stichtag in unserem Fall die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, wenn sie den Turmbau zu Babel überlebt, soll also das ausschließliche Recht erhalten, zusätzlich zu Münzen und Banknoten auch die unbaren Zahlungsmittel in Umlauf zu bringen, eben unser digitales oder elektronisches Geld oder Buchgeld eben auf den Geldkonten und auf mobilen Geldspeichern. Und dazu muss eben der Artikel 128, in dem dieses staatliche Banknotenmonopol verfügt ist, der muss verallgemeinert werden auf alles Geld. Nicht? So dass alles Geld, das zirkuliert, vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel ist. Nicht? Also Münzen und Banknoten sind schon Vollgeld, aber die machen Münzen sind nur noch 1-2% der Geldmenge, 1, noch was. Banknoten je nach Land eben nur noch 4-18-19%, mehr nicht. Der Rest ist digitales Geld. So, nicht? Ja. Meines Erachtens gehört zu einer Vollgeldreform auch die Aufhebung dieses Artikels 123, das war der vorhin genannte, der eben der Zentralbank verbietet, zur Finanzierung des Staates direkt beizutragen. Nicht? Nun kann man sagen, der Staat bekommt ja heute schon von der Zentralbank den Zentralbankgewinn zugewiesen. Nicht? Das betrachtet man nicht als Beitrag zur Staatsfinanzierung. Ja. Kann man drüber streiten, aber wahrscheinlich würden viele Leute, insbesondere Bankeninteressenvertreter, das so betrachten,
wenn statt einer halben Milliarde oder ein paar hundert Millionen auf einmal viele Milliarden da angewiesen würden. Das wäre ein massiver Beitrag zur Staatsfinanzierung, nicht? Also man kommt in diese Problematik des Artikels 123 auch aus anderen Gründen. Meines Erachtens muss er ersatzlos aufgehoben werden oder eben umgeschrieben, weil in dem Artikel steht heute drin, direkter Kredit der Zentralbanken an staatliche Organe, Geldwertevorteile und so weiter sind ebenso verboten wie und so weiter und so weiter. Da muss man das sind ebenso verboten wie einfach ersetzen durch, sind ebenso erlaubt wie. Und dann, das wäre die ganze Gesetzesnovellierung. Oder man lässt es weg. So. Ja, die Prärogative der Geldschöpfung ist eine hoheitliche Funktion, die heute vom Bankensektor usurpiert worden ist. Das ist wieder einem staatlichen Organ zu übertragen, der heute eben schon mehrfach erwähnten Monetative, Begriffsbildung in Anlehnung eben an die anderen Staatsgewalten. Unabhängig ist sehr wichtig. Das ist natürlich immer umstritten, der Grad, wie unabhängig soll eine Zentralbank wirklich sein. Das ist auch unter Geldreformern sehr umstritten. Muss da nicht irgendwie die Regierung doch im Zweifelsfall Interventionsmöglichkeiten haben oder beschränkt sich das rein auf Personalpolitik? So wie bei Richtern, wer setzt die ins Amt, nicht? So. Jedenfalls eine unabhängige öffentliche Stelle, die unabhängig ist von Weisungen der Regierung und des Parlaments, aber auch unabhängig von Interesseneinflüssen von Seiten der Banken und überhaupt Wirtschaftsinteressen. Also nur ihrem gesetzlichen Auftrag verpflichtet, ja, Währungs- und Geldhüter zu sein, in erster Linie für Preisstabilität zu sorgen, eventuell auch unter Berücksichtigung anderer ökonomischer Interessen. Das ist ebenfalls ein kontroverses Thema, das je nach Nation etwas unterschiedlich ausgelegt wird, wobei jedoch die Kaufkraftstabilität immer im Vordergrund steht. Und diese Instanz, diese Monetative, die unabhängige staatliche Zentralbank, besitzt dann also die volle Kontrolle über die Geldmenge. Und das ist die wichtigste Voraussetzung einer stabilen Geldwert- und Finanzwirtschaft. Ein bedeutender Unterschied im Vergleich zu heute wäre, dass diese Zentralbank, die Monetative, dann nicht nur die erste, also nicht nur Quelle des Geldes in erster Instanz, sondern überhaupt in einziger Instanz wäre. Die Banken würden kein Geld mehr schöpfen, nicht? Die Zentralbank soll das tun, da gibt es einen Fachausdruck, das heißt potenzialorientierte Geldmengenschöpfung oder Geldschöpfung. Das bedeutet, die Geldmenge soll sich ungefähr erweitern im Maße der laufend erwarteten Wirtschaftsentwicklung, sprich des Wirtschaftswachstums. So, nicht? In etwa, das kann man nicht punktgenau steuern, zumal eben die Finanzierung im Vorlauf stattfinden muss und nicht erst im Nachgang. Ja? Also von daher ist es auch immer eine Frage von begründeten Erwartungen, aber eben in etwa, nicht? Also es gibt da, wie soll ich sagen, gewisse Toleranzgrenzen, Pufferzonen, innerhalb derer gar nichts Gefährliches geschieht, wenn sie zu viel oder zu wenig Geld in Umlauf geben. Erst wenn sie diese Pufferzonen verlassen, dann entgleist der ganze Zug. Diese Monetative würde also die volle Seniorage zugunsten der öffentlichen Hand erzielen. Ich sage abschließend diesen Teils, wie viel Geld das wäre. Und die Rolle der Zentralbank bleibt die eines Lenders of Last Resort, also wenn in situativen Bedingungen, in besonderen Lagen sozusagen Geld situativ knapp ist und schnell etwas injiziert werden muss, dann kann und soll die Zentralbank auch weiterhin direkt über die Banken Kredit geben können. Insofern weiterhin die Funktion Lender of Last Resort. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen, sondern eben Geldquelle in erster Instanz und aus meiner Sicht genauso wichtig
eben die Bank nicht mehr nur als Bank der Banken, sondern wieder, wofür die auch mal gegründet worden waren, als Bank des Staates. Und zwar nicht nur als eine Stelle, die ein Konto führt, sondern als Finanzier des Staates. Natürlich nicht grenzenlos, im Gegenteil. Diese Geldreform dient dazu, die Geldmenge unter Kontrolle zu bekommen. Deswegen kann es natürlich auch keine grenzenlose Staatsfinanzierung per Vollgeld geben. Das ist von vornherein ausgeschlossen. Die unabhängige Zentralbank handelt auf gesetzlicher Grundlage und die gesetzlichen Grundlagen müssen beinhalten, ausgehend von bestimmten Haushaltsgesetzen und anderem mehr, wo hier die Grenzen öffentlicher Geldaufnahme überhaupt zu liegen haben. Wie funktioniert das technisch? Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, aber der eine oder andere wird es doch interessieren, deswegen sage ich das. Auch wenn, soll man sagen, das geht in das operative Geschäft, in die Bilanzen und so weiter, nicht? Man kann diese Reform so durchführen, dass ab einem bestimmten Stichtag die heutigen Girokonten aus der Bankbilanz ausgegliedert werden. Das ist das Wesentliche, dass die Banken auf unseren Konten nicht mehr schreiben können. Die Banken sollen nicht mehr ihre eigene Bilanz erweitern können, indem sie uns Geld gutschreiben per Kredit. Nicht? Sondern es muss in einer Vollgeldordnung muss ein aktiver Tausch stattfinden. Wenn ich mir von der Bank Geld leihe, dann muss die Bank das Geld haben und es mir überweisen. Das ist was ganz anderes. Heute muss die das nicht. Ich habe Ihnen da ein Bild gezeigt, wie die Bank so einen Eintrag macht. Da stand links die Kreditforderung der Bank und rechts die Verbindlichkeit. Das ist genau genommen, also ich will nicht sagen Falschbuchung, das klingt ein bisschen so, das ist schon legal, nicht? Alle machen das so. Aber da steckt eine große Täuschung drin, denn die Bank, die mir diesen Kredit gibt, hat nicht diese Verbindlichkeit. Warum? Die hat nur die Verbindlichkeit ist nicht 100 Einheiten, sondern 2,5 Einheiten, wenn Sie sich erinnern. Und die restlichen 97,5%, das ist in Wahrheit, in Realität, solange das Geschäft funktioniert, das System läuft, ist gar keine echte Verbindlichkeit, sondern eine fiktive. Und genau genommen müsste man da einen Extraposten in die Bilanz einführen, sozusagen Eigenkapital unter Vorbehalt, verdeckter oder versteckter Bankengewinn oder geldwerter Vorteil der Bank. Nicht? Geld, das wir, die Herren der Schöpfung, die Herren der Chiralgeldschöpfung, uns genehmigt haben. So, aber ich wollte mich mit diesen Dingen nicht weiter befassen. Jedenfalls wichtig ist, dass die heutigen Girokonten aus der Bankbilanz ausgegliedert werden. Ich kenne 3 oder 4 Verfahren inzwischen, wie man das machen kann. Haben ihre Vor- und Nachteile rein technisch, das will ich jetzt nicht erläutern. Aber entscheidend ist, dass das eigenständige Geldkonten werden und ein Geld, egal wo, muss immer ein Aktivum sein, ein liquides Aktivum. Das ist entscheidend. So, und das Einnehmen und Ausgeben von Geld muss immer Austausch eines liquiden Aktivums sein. Das ist das Entscheidende. Das unterscheidet technisch gesprochen eine Vollgeldordnung von einer Chiralgeldordnung. Ja, so. Ja, nun ist es so, da ab einem bestimmten Tag, also wir stellen immer Vollgeld, wir redeklarieren die Konten und jetzt passiert Folgendes, wenn nun also die laufenden, vorher schon ausgestellten Kredite, die werden ja dann auch getilgt, die Kunden zahlen Zins und Tilgung. Und wenn nun von den ausgegliederten Vollgeldkonten der Kunden an die Bank nun diese Tilgungen und Zinszahlungen überwiesen würden, dann würden den Banken ja immense sogenannte Windfallprofite zuwachsen, so als hätten sie das Geld doch für sich gedruckt und nicht fürs Publikum. Nicht? Und von daher ist es also so, dass die Mittel im Rückfluss in Höhe der vorhandenen Chiralgeldbestände, die festgestellt werden am Tag der Reform, diese Mittel im Rückfluss müssen zwecks Löschung an die Zentralbank weitergeleitet werden,
Das heißt, die täglich fälligen Verbindlichkeiten der Bank gegenüber uns Kunden werden umdeklariert in laufende Verbindlichkeiten der Bank gegenüber der Zentralbank. Und dadurch wird dieses Geld, Chiralgeld, ausgeschleust und die Zentralbank kann sofort zeitgleich neues Vollgeld einschleusen. Mit großen Vorteilen für die öffentlichen Haushalte und für die Allgemeinheit komme ich darauf zurück. Die vorhandenen buchhalterischen und technischen Informations- und Verrechnungs- und Zahlungssysteme können mit geringen Modifikationen weiterverwendet werden. Das habe ich gerade schon erklärt. Also wenn eine Bank, nehmen wir an, sowas wie Überziehungskredit, in dem Sinne kann sie in einem Vollgeldsystem genau genommen nicht geben, aber es kann sowas wie einen Dispo-Kredit geben. So, nicht? Und heute geschieht das einfach dadurch, dass die Bank ihre Bilanz verlängert. Und wenn ich den Kredit zurückbezahle, dann wird die Bilanz wieder verkürzt und das Geld ist gelöscht. Es ist verschwunden, nicht? Das kann in einem Vollgeldsystem so nicht geschehen. Sondern Geld in einem Vollgeldsystem wird nur gelöscht, wenn es an die Quelle, an die Zentralbank zurückgeführt wird und dann dort gelöscht wird. Sei es dadurch, dass Kredite zurückfließen oder aber, dass die Mittel, die dem Staat unverzinslich und unbefristet überlassen worden sind, durch eine Steuerabzweigung zurückgeführt werden müssen, was wahrscheinlich nie der Fall sein würde, aber rein theoretisch, ich sage das nur, damit man sieht, dass das sogenannte Rückfluss- oder Refluxprinzip in einem Vollgeldsystem auch gewährleistet ist. Also jedenfalls, die Bank muss von ihrem Geldkonto bei der Zentralbank auf mein Vollgeldkonto Geld überweisen, wenn ich einen Kredit bei der Bank nehme. Und wenn ich den Kredit zurückbezahle, muss von meinem Vollgeldkonto auf das Konto der Bank überwiesen werden. Etwas, was es im heutigen Chiralgeldsystem nicht gibt. Und wenn eine Bank Kredit ausstellen will, dann muss sie die Mittel dafür schon haben. Ich kann nicht einfach Geld oder Gutschriften, die wie Geld benutzt werden, in die Bücher schreiben und sich nachher um eine fraktionale Refinanzierung Gedanken machen, wenn überhaupt. Das geht nicht mehr, sondern der Kredit kann nur ausgestellt werden, wenn das Geld da ist. So, woher kriegen die Banken das Geld? Sie kriegen es in der Tat erstens von ihren Kunden. So, heute, also wenn Sie heute eine Spareinlage bei Ihrer Bank tätigen, nicht? Also Sie haben ein Konto bei einer Bank, ein Girokonto, und davon zweigen Sie einen gewissen Betrag ab und sagen, buch mir das mal auf mein Sparkonto oder auf mein Termingeldkonto. So. Viele denken dann, dass ihre Bank dadurch Geld bekommt. Die Bank bekommt dadurch überhaupt kein Geld, sondern das, was auf dem Sparkonto gutgeschrieben wird, ist nichts anderes als inaktiviertes Chiralgeld. Es ist stillgelegtes Chiralgeld. Der Vorteil für die Bank ist, dass sie dafür auch fraktional keine Vorsorge treffen muss. Das ist sozusagen vorübergehend, also mit Frist aus dem Verkehr gezogen. Das ist auch nicht inflationswirksam, ist nicht kaufkraftwirksam und so weiter. Und 60-80% dieser Mittel werden auch niemals liquidiert, weil es sollen ja Rücklagen und Rückstellungen sein. Das machen wir nicht, um es gleich wieder auszugeben. Nicht? So, das bleibt auf Dauer angelegt. In einer Vollgeldordnung wenn ich eine Spareinlage tätige, bekommt die Bank tatsächlich Geld von mir. Es findet eine Überweisung statt von meinem Geldkonto auf das Konto der Bank, bei der Zentralbank. Und die Bank soll dieses Geld auch benutzen, um eben Darlehen oder sonst etwas damit zu finanzieren. Nicht? Andere Geldquellen sind eben andere Banken, so wie heute auch. Und zuletzt natürlich die Zentralbank. Zwischenfrage? Ja, per Gesetz werden die Girokonten aus den Bankbilanzen ausgegliedert und umdeklariert in staatliches Vollgeld. So als wäre es ursprünglich von der Zentralbank gekommen, obwohl es nicht von der Zentralbank gekommen ist. Und ab dem Moment gibt es diese
eigenständig, diese unabhängig gestellten Geldkonten. Und es wird von denen überweisen zur Bank oder zu anderen Kunden direkt. Also die Verrechnungssysteme werden nicht mehr vermittelt über Bankenkonten, sondern sie könnten an Sie direkt überweisen. Die Konten, die können dieselbe Adresse behalten. Nur hat es mit der Bankenbilanz nichts mehr zu tun. Das ist der springende Punkt. Die Banken können diese Geldkonten weiter verwalten als Service. Das müssen sie nicht. Andere Geldreformansätze, die haben so viel Misstrauen gegen die Banken, dass sie sagen, das machen wir nicht. Wir nehmen die Gesamtheit der Girokonten, das sogenannte Kundenkonto Korrent. Das wird ausgegliedert und als Gesammeltransaktionskonten der Kunden bei der Zentralbank angesiedelt. Damit die Banken. So weit geht mein Misstrauen nicht. Aber es gibt da, wie gesagt, unterschiedliche technische Möglichkeiten. Die erfüllen alle denselben Zweck, sagen wir mal so. Nicht? Ich muss weiterkommen. Für Sie als Publikum würde sich praktisch nichts ändern. Sie würden von einer solchen Reform eigentlich nichts bemerken, wenn man Sie nicht informieren würde. Für die Banken ändert sich etwas sehr Wesentliches, aber insgesamt viel weniger, als man denken würde. Insbesondere hat eine solche Reform nichts zu tun mit einer Verstaatlichung der Banken. Eine solche Reform bedeutet die Wiedererlangung der staatlichen Prärogative des Geldregals. Die Einführung von staatlichem Geld. Es bedeutet aber nicht eine Verstaatlichung der Banken oder der Finanzwirtschaft. Nicht? So. Persönlich denke ich, es ist ganz gut, wenn man ein gemischtes Bankensystem hat. Nicht? Private Banken, Großbanken, Kleinbanken, Spezialbanken, Genossenschaftsbanken, ein paar staatliche Banken. So, nicht? Aber es ist ein anderes Thema. So. Also, dass man da unterstellt, da würde eine Geldplanwirtschaft oder so eingeführt, das kann man nicht sagen, weil die Geldschöpfung der Zentralbank sich ja auch orientiert am realen Wirtschaftsgeschehen, auch und insbesondere an den Finanzmärkten, an der Nachfrage nach Geld und Kredit und Ähnlichem mehr. Was ich sagen möchte unter staatsrechtlichen Aspekten ist, dass ein souveräner Staat, beziehungsweise wie in der Eurozone eine souveräne Staatengemeinschaft, in Ergänzung ihrer legislativen, gebietskörperschaftlich, exekutiven und rechtsprechenden Souveränität eben auch eine monetäre Souveränität besitzen muss und sie sich nicht vom Geschäftsbelieben, sich prozyklisch Fehlverhalten der Banken einseitig abhängig machen darf, wodurch diese Banken, die diese Prärogative usurpiert haben, eine immense Sonderstellung erlangen, etwas, was sie sozusagen exterritorial stellt, sie sozusagen über diese Rechtsordnung in gewisser Weise da abhebt, dort hinaushebt. Nicht? Und ein Geldsystem, das bedeutet, dass die Banken eine Erzwingungsmacht besitzen, gegen die Regierung sich nicht wehren kann, das ist in einem demokratischen Staat ein kolossaler Fremdkörper. Das kann so nicht bleiben. Und das hat zu tun, dass die Banken das Geldregal usurpiert haben. Und deswegen muss das rückgängig gemacht werden und der Staat bzw. ein staatliches Organ, ein staatliches Verfassungsorgan muss die volle Kontrolle über die Geldmenge zurückbekommen. Hier ist eine Unterscheidung drin, die alle Theorien chartalen oder staatlichen Geldes gemeinsam haben. Hier ist ein Unterschied, hier ist eine Art Gewalten- oder Funktionenteilung zwischen Zentralbank und Banken derart. Die Zentralbank wird ausschließlich zuständig fürs Geld. Die Banken sind weiterhin zuständig für die Finanzierung der Wirtschaft. So. Es ist nicht Aufgabe der Banken, die Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Das ist Aufgabe der staatlichen Zentralbank. Es bleibt aber Aufgabe der Banken, die Wirtschaft zu finanzieren auf der Grundlage dieses Geldes. Aber es geht nicht an, auch rein unter staats- und verfassungsrechtlichen Aspekten nicht,
dass die Banken nicht nur die immense Macht haben, die Wirtschaft zu finanzieren, sondern auch noch das Geld dafür zu drucken, auf dessen Grundlage sie tätig sind. Das geht zu weit. So jemand hat einfach zu viel Macht und entzieht sich der demokratischen staatlichen Kontrolle, der Kontrolle eines freiheitlichen Rechtsstaates auch. Das ist also der verfassungsrechtliche Aspekt an dieser Sache, davon abgesehen, dass es finanzfunktionsmäßig ständig schiefläuft nach einigen Jahrzehnten. Ja, die Vorteile sind mehrere. Ein solches Geld wäre sicher, es würde nicht mehr verschwinden. Diese ständigen Finanzmarktkrisen, denen würde die Spitze genommen. Also die Banken könnten nicht mehr mutwillig Leverage draufsetzen, sondern hier würden entsprechende konjunkturelle oder finanzmarktzyklische Entwicklungen würden, ich sage jetzt mal, organischer verlaufen, weniger extrem, weniger überschießend und dann in Krise und Depression mündend. Das wäre ein verstetigter Zyklus. Und von daher wären auch, soweit Inflation und Asset-Inflation monetäre Ursachen haben, was meines Erachtens in der Tat ja in der Hauptsache der Fall ist, wäre diese Ursache unter Kontrolle, sodass Inflation und Asset-Inflation durch die Geldmengensteuerung wirksam vorgebeugt werden kann. Und jetzt möchte ich abschließend noch auf zwei bedeutende Sachverhalte zu sprechen kommen, die nicht erst sozusagen in der Zukunft nach einer solchen Reform greifbar oder greifen würden, sondern die sofort, in dem Moment, wo man sich zu dieser Reform entschließt, greifen würden. Und das ist die Seniorage als direkter Beitrag zur Finanzierung des Staatshaushaltes. Und betrachten Sie hier mal Österreich in den zurückliegenden Jahren. Da sehen Sie, dass die Geldmenge Jahr für Jahr hier gewachsen ist, um 9 Milliarden, um 1 Milliarde, um 18 Milliarden, um 9 Milliarden, um 8 Milliarden, um 6, um 9 und so weiter. Im Dreijahresdurchschnitt sehen Sie in der rechten Kolumne. Das bewegt sich also immer so in der Gegend zuletzt von etwa 8 bis 9 bis 10 Milliarden Euro. Das ist der jährliche Zuwachs der Geldmenge. Und das könnte maximal als Seniorage dem staatlichen Haushalt zugutekommen. Betrachten Sie in dieser Tabelle die dritte Zeile, also nein, die vierte, die dritte, da wo Österreich steht, EU 17, Deutschland, Österreich. Hier sehen Sie also die Geldmenge, die Publikumsgeldmenge betrug 2011 141 Milliarden Euro. Und wenn Sie dann vom BIP ausgehen, also vom Bruttoinlandsprodukt, und Sie sagen, also das wächst dann, wenn das um 1% wächst, dann muss die Geldmenge ungefähr um 1% mitgewachsen sein. Und wenn das BIP um 2% wächst, dann die Geldmenge ungefähr um 2%, dann würde das bedeuten, dass die Geldmenge hier um 3 bis 6 bis 9% dann wächst, in diesem Sinne dann nicht mehr überschießen, sondern potenzialorientiert im Gleichklang mit der Wirtschaftsentwicklung. Und das wäre ein Beitrag konkret in Österreich in Höhe von 2 bis 4 bis je nachdem 6% bei 3% Wirtschaftswachstum, 6% Finanzierung des öffentlichen Gesamthaushaltes. Also nicht nur Bundeshaushalt, sondern der öffentlichen Gesamthaushalte. Bund, Länder, Kommunen und andere öffentliche Haushalte. Ja? Das wäre ein massiver Beitrag zur Entlastung der Haushalte bzw. der Steuerzahler bzw. ein sofortiger massiver Beitrag, um endlich mit diesen chronischen Defiziten mal Schluss machen zu können. Denn der Haushalt selber ist ja wenig beweglich, das meiste davon ist festgezurrt in Form von Verpflichtungen und anderem mehr. Und also eine solche Finanzierungsbeitrag würde also sofort helfen. Bin ich das? Nee. Ja. Die würden insoweit wegfallen, als dieses Geld
unverzinslich und unbefristet zur Verfügung gestellt würde und also nicht entsprechende Schulden gemacht werden müssten, die Zinsen kosten würden. Die vorhandene Staatsschuld, die könnte man allerdings auch reduzieren und darauf komme ich jetzt abschließend. Es ist Folgendes, was ich eben gesagt habe, die 2 bis 6% Beitrag zur Finanzierung des Staates, das ist die laufende Seniorage, die sich aus dem laufenden Wirtschaftswachstum ergibt. Wenn es mal kein Wirtschaftswachstum gibt, gibt es auch keine Seniorage. Nicht? So. Wenn die Wirtschaft mal vorübergehend schrumpft, dann braucht man das Geld nicht gleich einzusammeln, Stichwort Pufferzonen. Nicht so. Aber eine solche Reform macht noch etwas anderes. Nämlich, ich habe das vorhin erwähnt, Stichwort Rückflussprinzip, Reflux. Die vorhandenen Giralgeldbestände, sozusagen das alte Geld, das Bankengeld, das wird ausgeschleust und wird ersetzt durch neues Vollgeld der Zentralbank, möglichst zum größten Teil zu Händen des Staates zwecks staatlicher Ausgaben. Und das, da sprechen wir über gigantische Summen. Und die würden fällig werden innerhalb von 2 bis 3, 4, 5 Jahren, nämlich nach Maßgabe der Fristigkeit oder nein, der Fälligkeit der offenen Kreditschulden. Nicht? Im Maße, die dann nun, also laufend, Sie und ich, wir tilgen unsere Kredite, die wir aufgenommen haben. Im Maße wir das tun, fließt das Geld nun als Vollgeld zu den Banken, von dort zur Zentralbank wird gelöscht und durch Vollgeld ersetzt. So. Und das sind gewaltige Summen sofort. Sie kommen gleich dran. Das sehen Sie hier in der Spalte bei 2010 A für Austria. Da sehen Sie also, dass der Gesamtbestand an zu substituierendem Giralgeld in diesem System fettgedruckt sind 170 Milliarden. Die Staatsschuld in Österreich betrug zu dem Zeitpunkt 206 Milliarden. Und das bedeutet hypothetisch, dass durch eine Vollgeldreform und durch diese einmalige Übergangsseniorage, die entsteht durch Ausschleusung der alten Giralgeldbestände und ihre Ersetzung durch neues Vollgeld, die Staatsschuld in Österreich um 83% reduziert werden könnte. Ich sage gar nicht, dass man das müsste. Es ist nicht unbedingt ein Idealziel, dass ein Staat keine Schulden hat. Aber die hohen Schulden, die heute aufgetürmt wurden, die sind nicht mehr vernünftig, weil die Zinslast, die dem Staatshaushalt da ständig abgezogen werden und das auch noch zugunsten der Banken und der Fonds, und nicht zugunsten der Bevölkerung in der Breite. Ich habe Ihnen das vorhin gesagt, 50% im Bankenbesitz. Nicht? Und die daraus folgende chronische Unterfinanzierung aller anderen Staatsausgaben. Nicht? Also das muss nicht sein. Eine Vollgeldreform würde das sofort beenden und würde dazu beitragen, dass man innerhalb von 2 bis 5 Jahren die Staatsschuld auf ein Maß zurückführen kann, das nicht mehr problematisch ist. Ich vermute, dass eine Staatsschuld bei 20 bis 40% unproblematisch noch ist, noch einigermaßen gehandhabt werden kann. Ist auch eine strittige Frage. Aber jedenfalls, ich wollte damit sagen, es müssen gar nicht alle Staatsanleihen verschwinden. Nicht? Der Staat hat immer langfristige Aufgaben, Infrastrukturaufgaben, anderes mehr, wofür er Kredit aufnehmen soll. Denn das kann man nicht aus den laufenden Steuereinnahmen finanzieren. Da muss ein Kredit aufgenommen werden. Nicht? Deswegen 0% Staatsverschuldung ist kein Ziel, aber eine Vollgeldreform ermöglicht es, die heutigen absolut unhaltbare Überschuldung der Staaten auf ein gut verträgliches Maß zurückzuführen. Und das ohne Heulen und Zähneklappern, ohne Kapitalschnitt, ohne Haircut für die Gläubiger, ohne harsche Austerität für die Betroffenen in der Breite der Bevölkerung, ohne mehr Arbeitslosigkeit, ohne mehr Sozialhilfeempfänger, ohne politische Krisen, ohne politische Instabilität, nicht? Wirklich ohne Heulen und Zähneklappern. Und das muss ich schon sagen, die Geldschöpfung, das ist ja nicht zufällig ein hergebrachtes Recht der Obrigkeit bzw. des Staates. Die Seniorage ist meines Wissens der einzige Free Lunch
denn es in der Ökonomik wirklich gibt. Ja? Also die Ökonomen sagen, es gibt kein Free Lunch. Das ist eine Illusion. Meines Erachtens, Geld wird ja frei geschöpft. Geld ist, der Geldschöpfungsgewinn ist der einzige Free Lunch in der Wirtschaft, den ich kenne. Und wenn der wo entsteht, dann ist es nicht einsehbar, dass den jemand privat einstreicht, sondern der gehört in öffentliche Kassen. Und er kann dazu beitragen, eben das Problem der Staatshaushalte und das Problem der Staatsschulden sofort zu bereinigen. Nicht erst in ein paar Jahren, sofort. Und ich verstehe nicht, warum die Politiker, die doch dafür zuständig und verantwortlich sind, sich dieser Option nicht noch etwas intensiver zuwenden, als sie es allerdings doch in erfreulich zunehmender Zahl tun. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Ja, wir kommen zum letzten Fragenblock. Marlene, das Mikrofon, bitte. Ja, der Herr da vorne. Meine Frage ist gleich darauf, wie machen wir es? Wir sind das Volk, wir sind das Souverän. Haben Sie eine Idee dazu? Wieder so eine große Frage, ganz kurz formuliert. Ja, also was man natürlich machen muss, was wir gerade tun, man muss mobilisieren, also man muss einmal Meinung bilden und politischen Willen bilden. Und dazu ist eine Bürgerbewegung sehr wichtig. Und das Ganze bedeutet auch, was man wissenschaftlichen Paradigmenwandel nennt, weg von der vorherrschenden Banking-Lehre, wieder hin zu der Tradition von Chattalen oder staatlichen Geldtheorien. Und Vollgeld steht in dieser Tradition. Es ist ein wissenschaftlicher Paradigmenwandel, der, wenn ich richtig sehe, jetzt allmählich in die Gänge kommt. Und dann findet das auch Resonanz und dann merken immer mehr Politiker, das ist ein Thema, da muss ich mich positionieren. Dann manche kapieren auch sofort, dass da was zu holen ist. Eine parlamentarische Bürgerinitiative. In der Schweiz, also es ist so, ich hatte das eingangs kurz erwähnt, es gibt heute in sehr vielen Industrieländern, in den letzten Jahren entstanden, gibt es Geldreforminitiativen. Und in der Schweiz gibt es eine, die nennt sich auch Monetative oder Vollgeldreform. Und die wollen eine schweizerische Volksinitiative lancieren zu dem Thema. Die haben ja dieses Instrument, direkte Volksbegehren, Volksabstimmung über eine Gesetzesvorlage. Und die wollen in die Artikel der 99 der Eidgenössischen Verfassung eben hineinschreiben, diese Erweiterung der Zuständigkeit der Schweizerischen Nationalbank, die Erweiterung des Banknotenmonopols auf alles Geld, auch auf das Buchgeld. So, das ist ein relativ einfacher Gesetzestext. Es gibt mit sehr großem Erfolg in den angelsächsischen Ländern eine Initiative, die nennt sich Positive Money, in den Ländern des British Commonwealth und des American Monetary Institute in den Vereinigten Staaten auf die USA bezogen. Mit großer Resonanz, also wachsender Resonanz in der Öffentlichkeit. Zunehmend auch in der Presse. Und letzte Woche zum Beispiel sagte der Vorsteher, also der Präsident oder Gouverneur, oder wie man das nennt, der britischen Finanzaufsichtsbehörde, das Grundproblem der Finanzkrise, die wir haben, ist die ausufernde Chiralgeldschöpfung der Banken und wir werden das Problem erst lösen, wenn wir die Geldmenge wieder unter Kontrolle haben, hat er fast wörtlich gesagt. Da deutet sich eine Revolution an. Der Gouverneur der Bank von England, der sagt es sowieso schon immer. Aber den hat man bisher gelassen, dass man sagt, ah ja, das ist unser Narr. Der tritt bei Wall Street auf und in Washington und dann sagt er immer das.
dass das heutige Chiralgeldsystem ungefähr das doofste, also das dümmste und ungerechteste von allen ist. Und dass man das braucht, also was wie eine Vollgeldreform, sagt er. Nicht? Also den Begriff Vollgeld gibt es auf Englisch nicht. Da gibt es verschiedene Ausdrücke. Nicht? Chattel Money, State Money, Sovereign Money, Plan Money. So. Und diese Stimmen, die bisher vereinzelt waren, die werden auf einmal immer mehr. Dagegen im deutschsprachigen Raum herrscht eine sehr starke Orthodoxie. Aber ich bin ziemlich sicher, die wird gebrochen, genauso wie auch jetzt bei dem ganzen, in der ganzen Krisenpolitik ist die Deutsche Bundesbank-Orthodoxie einfach gebrochen worden. Und müssen Sie Ihre Scherben zusammenlesen, die Sie selber zu verantworten haben. Nicht? Die nächste Frage. Geht schon. Ja, meine Frage hätte ich eigentlich vorher schon stellen wollen, damit man ein Blauäugig sieht. Wir sind nicht in der Schweiz und nicht in England, wir sind in der EU. Stimmt es, dass dieser Artikel, der den Zentralbanken oder den Banken verbietet, den Staat zu finanzieren, dass das EU-Recht ist? Also das heißt, dieser Artikel müsste novelliert werden, müsste aufgehoben werden. Nach dem, was ich gehört habe. Das heißt aber, das müsste derzeit von 27 europäischen Parlamenten ratifiziert werden. Wenn ich die täglichen Meldungen höre, dann bin ich skeptisch, dass ich das nur erleben werde. Ja. Weil das müsste nämlich eine europaweite Volksbewegung werden. Und wenn ich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis herumrede, dieses Thema der Geldschöpfung, das ist eine verschwindende Minderheit der Bevölkerung. Eine verschwindende Minderheit. Und die sind auch noch zerstritten. Nehmen Sie Hörmann her und nehmen Sie Huber her. Nicht? Ja. Danke. Ja, naja, da sind wir bei dem Thema, ist, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Ich sehe schon, also ich, wie soll ich das nennen? Ich bin kein Berufsoptimist, ich versuche Realist zu sein. Ich stelle aber fest, dass je mehr die Krise weiter schwelt und der Verarbeitungsprozess andauert, die Resonanz auf die Vollgeldtheorie und Vollgeldpolitik wächst. Und zwar wirklich international. Und das ist noch keine Mehrheitsmeinung und noch kein Mainstream-Prozess. Aber ich sehe so etwas im Entstehen. Also wenn ich es bibliometrisch untersuche, zum Beispiel die Einträge, die man findet im Internet zu den Stichworten Vollgeld oder Monetative oder Geldreform oder Sovereign Money und so weiter und so fort, die sind in den zurückliegenden 2 Jahren Take-off. Das ist eine organische Wachstumskurve im Entstehen. Da findet ein Take-off bereits statt. Das sieht man auch daran, dass immer mehr Journalisten der großen nationalen und internationalen Medien auf das Thema wach werden und darüber berichten. Und das sieht man auch, dass vereinzelt Banken beginnen, sich damit zu beschäftigen. Allen voran der Internationale Währungsfonds. Aber auch einzelne Spezialbanken und so weiter und so fort. Also ich sehe, da ist etwas in Bewegung gekommen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das plötzlich abbricht an Silvester, sondern ich sehe eine Take-off-Kurve, die ceteris paribus auf den Weg gebracht worden ist. Da bin ich dann doch mal optimistisch. So. Nächste Frage, Marlene. Meine Frage ist, welche Kreise oder welche Menschen ziehen einen Nachteil aus dieser Einführung von dem und in welcher Machtverhältnis stehen sie zu normalen politischen Prozessen, egal ob jetzt über Internet oder über übliche demokratische Wege, was gibt es da für Machtverhältnisse und wer zieht den Kürzeren in diesem Fall? Ja. Also die Antwort darauf ist im Ja.
Ja. Ja. Ja. Also die Sachlage im Prinzip ist hier ausnahmsweise klar und einfach. Alle haben Vorteile von dieser Reform, außer den Banken. Die Banken verlieren diesen meines Erachtens illegitimen Vorteil, den sie eben als Herren der Giralgeldschöpfung besitzen. Das ist nicht nur eine immense Machtstellung, sondern natürlich auch das ist ein Irrsinns Geldprivileg, also auch ein Einkommensprivileg. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass die in die Bilanz schreiben, sie hätten 100% Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden. Sie haben in der Realität aber nur 2,5% Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden. Und man kann es etwas anderes daran ist, dass das fraktionale Reservebanking bedeutet, dass Banken einen immensen Extragewinn aus der Geldschöpfung derart ziehen, dass sie Kosten vermeiden, Finanzierungskosten. Nicht? Also oft sagen Banker, mit denen wir diskutieren, wieso, ich habe keinen Gewinn, keinen Extragewinn, wo ist denn der? Zeig mir mal in meiner Gewinn- und Verlustrechnung oder in der Bilanz, wo kommt denn da ein Gewinn? Der steht da nicht drin, weil er nie eingetragen wurde. Warum? Weil nur 2,5% der Geldausgaben der Banken, egal wofür, müssen refinanziert sein. Die anderen 97,5% müssen nicht finanziert sein. Dafür müssen die Banken kein Geld aufnehmen und haben entsprechend auch keine Finanzierungskosten. Sie verlangen von uns den vollen Kapitalmarktzins, zahlen aber umgekehrt nur zu 2,5% irgendjemanden ein paar läppische Habenzinsen. Das ist ein immenser Finanzierungsvorteil, der geht den Banken verloren. Und nach meinen überschlägigen Schätzungen würden die Banken ein Fünftel bis ein Viertel ihrer Gesamtgewinne verlieren. Den werden die mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das ist der Nachteil, das ist sozusagen, wären die Verlierer der Reform und ja. Klares Schlachtfeld. Mhm. Ganz hinten. Ich hätte zwei, drei Fragen. Das eine betrifft die Geldmengensteuerung. Das übernimmt ja jetzt die Zentralbank auf Abschätzung des realen Wirtschaftswachstums. Das heißt, die Geldmenge ist dann gedeckelt nach oben, wobei die Kreditvergabe ja noch nach wie vor den Geschäftsbanken überlassen ist. Und welchen oder zu welchem Zweck sie Kredit vergeben, noch immer den Geschäftsbanken überlassen ist. Stimmt das? Also insofern eine sozioökonomische Steuerung über die Kreditvergabe nicht gegeben ist. Wo kommt denn die Meldung her? Ich habe das gerade. Ach, Sie haben das gesagt. Also was Sie sagen, ist nach unserer jetzigen Meinungsbildung so zutreffend. Okay, zweite Frage. Wir würden das den Banken zunächst überlassen, ja. Also auch hier wäre vielleicht noch ein Steuerungselement interessant, oder? Soll ich dazu was sagen? Gerne. Ja, also ich habe im ersten Teil des Vortrages schon gesagt, sinngemäß, eine Vollgeldreform ist noch nicht alles. Zwar ist ohne Vollgeldreform finanzwirtschaftlich fast alles noch nichts, aber es löst nicht alle Probleme und es müssen im Hinblick auf die Kreditmärkte, auf die Finanzmärkte müssen problemspezifische, sind gesonderte Regulierungen zu treffen, die sie geldpolitisch gar nicht in den Griff bekommen können. Die Grundvoraussetzung ist die dadurch, dass sie eine Begrenzung des Geldmengenwachstums haben. Keine mechanische, eine diskretionäre, wie man sagt, situativ, aber eben doch eine begrenztes Geldmengenwachstum, kann man nicht mehr aus dem Stegreif Leverage für Finanzmarktspekulation erzeugen. Aber die Grundfrage, wie man steuert, dass Geld zuerst der Realwirtschaft zugutekommt und dann im nötigen reellen Ausmaß auch der Finanzwirtschaft, wo ja Eigenkapital gebildet werden muss, Geldvermögen gebildet werden müssen und sollen, aber in welchem Ausmaß, nicht? Das kann man durch eine Geldreform alleine, nach meinem jetzigen Erkenntnisstand, nicht in den Griff bekommen. Und ich bin persönlich auch der Meinung, diese Aufgabe, das sollte keine Aufgabe der Zentralbank sein. Das müssen andere staatliche Ordnungsbehörden
Also es muss dafür extra Gesetze geben und die regulierende Behörde sollte eigentlich eine andere sein als die Zentralbank. Zweite Frage. Darf ich Sie bitten, sich auf zwei Fragen zu beschränken? Es sind noch so viele andere. Also das eine ist nur, wenn die Konten ausgegliedert sind, ist dann ein Trennbankensystem erforderlich oder ist dadurch der Schutz sowieso schon gegeben? Und die letzte Frage, die Zinsproblematik, die Dame vorne angesprochen hat, finde ich noch immer problematisch. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, bekommen ja die Kunden für ihre Einlagen ja nach wie vor Zinsen, oder? Ja. Damit dieser Umverteilungseffekt, der sich mathematisch über ein dynamisches Kreislaufmodell nachweisen lässt, gegeben und über makroökonomische Zyklen von 60, 70 Jahren es nur immer zu einer dramatischen Umverteilung kommt über den Zinseffekt. Insofern wäre die monetative ein Schritt, aber wie Sie selbst sagen, es mehrere Schritte geben muss, am Finanzmarkt und überhaupt meines Erachtens auch über den Zinseszins müsste man dann noch mehr nachdenken. Danke. Also ganz kurz zu Trennbanken. Eine Vollgeldreform führt automatisch sozusagen eine Form der Bankentrennung, eine Trennung herbei. Also eine Trennbankenordnung beinhaltet zwei wesentliche Trennungen. Zum einen die Abtrennung oder sagen wir Abschottung des Zahlungsverkehrs und des Geldflusses von Kreditbanken und dem Investmentbankengeschäft, sodass der vorhandene Zahlungsverkehr und die vorhandenen Zahlungsmittel nicht deren Risiken ausgeliefert sind, erstens. Die zweite Trennung betrifft die Abschottung des Kreditgeschäfts vom Investmentbankengeschäft. So. Die erste Trennung ist in einem Vollgeldsystem automatisch vollzogen, weil die Vollgeldkonten befinden sich außerhalb der Bankbilanz. Der Zahlungsverkehr unterliegt nicht mehr den Risiken des Bankengeschäfts. Deshalb können die eigentlich Dummheiten anstellen, so viel sie wollen. Der Zahlungsverkehr und das Geld ist dadurch nicht mehr gefährdet. Und dadurch ist von vornherein die Erpressungsmacht der Banken gegenüber Staat und Öffentlichkeit massiv reduziert. So. Die zweite Trennung, die zwischen Kreditgeschäft, Einlagengeschäft und dem Investmentbanking, die wird durch eine Vollgeldordnung nicht herbeigeführt. Nach meinem jetzigen persönlichen Erkenntnisstand ist eine Trennbankenordnung im förmlichen Sinne, dass man die Banken zerschlägt und sie auseinandernimmt, ist, glaube ich, nicht mal unbedingt erforderlich, wenn sie gesetzlich garantieren können, dass Bankenkredit nicht direkt für Finanzmarktanlagen, also dass Finanzmarktanlagen nicht auf der Basis von Bankenkredit stattfinden dürfen. Wenn Sie eine solche Regel einführen, dann brauchen Sie keine Trennbanken. Also keine Aufhebelung von Investmentbanking auf Kreditgrundlage, sondern das, was in Geldmarktanlagen, in Finanzmarktanlagen fließt, das müssen reale Ersparnisse aus dem Publikum heraus sein. Überschüssige Einkommen, die dort angelegt werden und dadurch auch anderen zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise ist die Möglichkeit spekulativer Exzesse nicht ganz ausgeschlossen, aber sehr, sehr begrenzt. Dass es dann alle zwei Jahrhunderte trotzdem so etwas wie eine Tulpenverrücktheit geben kann oder so, das ist damit auch nicht ausgeschlossen. So etwas kann immer passieren. Danke. Marlene da hinten. Ich möchte noch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Die Monetative kann dann praktisch dem Staat zinsfreies Geld zur Verfügung stellen, unbefristet. Das heißt, theoretisch kann es der Staat irgendwann einmal zurückzahlen oder muss auch nicht, weiß nicht, halt in fernster Zukunft. Ja. Und Sie haben da irgendwie so erwähnt, bis zu gewissen Grenzen soll das möglich sein. Oder wie stellen Sie sich da die Grenzen vor? Wie schaut es da mit der Inflationsgefahr aus? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht da ein Kommunikationsproblem gibt, wenn der Steuerzahler sich dann denkt, ja, wozu zahle ich da jetzt Steuern an den Staat? Er kann sich ja das Geld eh selber schöpfen und braucht es nicht zurückzahlen. Ja, also der Staat,
Also Regierung und Parlament sollen unseres Erachtens nicht Geld schöpfen dürfen. Da gibt es eine Kontroverse zwischen Europa und Amerika, weil in der amerikanischen Verfassung steht, es ist das Vorrecht des Kongresses. Ich glaube, es ist Artikel Sektion 8 oder 9 der amerikanischen Verfassung. So. Da haben wir eine grundlegende Meinungsverschiedenheit. Es ist in Amerika mal gut gegangen, mal schief gegangen. Es soll die Monetative die Geldhoheit haben, die unabhängig gestellte Monetative. So, nicht? Und die schöpft nicht unbegrenzt Geld. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe, Fiskalpolitik zu betreiben. Nur soll sie das Geld, das sie schöpfen kann, das entsteht im Rahmen ihrer Geldpolitik, im Zuge des Wirtschaftswachstums, das soll sie dem Staatshaushalt überlassen. Und das unbefristet und unverzinst. Das ist sozusagen ein, bilanzierungstechnisch ist das ein Kredit, aber mehr im englischen Sinn des Wortes, a credit, ist eine Gutschrift. Oh, nicht? Eine Gutschrift aufs Konto. Und ob man das jemals zurückzahlen muss? So. Also es soll unseres Erachtens, soll geldpolitisch die Möglichkeit bestehen, dass, sollte es jemals nötig sein, die Zentralbank also verlangen kann, dass ein Teil dieses Dauerkredites sozusagen getilgt werden muss. Nicht? Dass der gekündigt werden kann, wie man so sagt in der Bankensprache. Nicht? Und dann müsste Geld aus dem Steueraufkommen abgezweigt werden. Und das betrifft die laufende Seniorage. Also von daher ist die Geldmenge ist begrenzt, das Potenzial der Geldschöpfung ist begrenzt, ist kein Inflationsproblem. Nicht? Und ja, ansonsten sollte flankierend dazu oder auch unabhängig davon Trennung von Geldpolitik und Fiskalpolitik. Es muss wirklich dringend Grenzen geben, die das Fiskalverhalten, also das Steuereinnahmen- und Ausgabeverhalten der Staaten gesetzlichen Vorgaben unterwirft. Und ja gut, Franz, du sagtest gerade, du bist so sehr skeptisch. Die haben sich bisher nicht an ihre Maastricht-Kriterien gehalten und sie haben sich nicht an die No-Bail-Out-Klausel der Lissabon-Vertrages gehalten. Warum sollten sie sich an irgendein Gesetz halten, das sie machen? Ne? Ja gut, das ist dann aber schon, da können wir gleich einen Rechtsstaat abschaffen. Nicht? Also das ist mir dann zu, das kriegt so eine Schlagseite. Also ich bin dann doch dafür, dass man hier einen neuen Anlauf nimmt, die vorhandenen fiskalischen Kriterien bekräftigt, Schuldenbremsen einführt und auch sehr starke Sanktionen einführt bei Verletzung dieser Grenzen. Wie realistisch das ist. Man muss es probieren, weil wenn wir nicht den Mut und die Hoffnung mehr haben, dass sowas funktioniert, dann haben wir eigentlich keine Hoffnung mehr, dass der freiheitliche Rechtsstaat funktioniert. Dann sieht es duster aus. Also dann, oder auch schneller, als man denkt. Wir haben ein echtes Problem. Nicht? Das muss gelöst werden. Ja, schon, aber es ist ja auch im hochliberalen 19. Jahrhundert möglich gewesen, eine Currency-Reform durchzuführen, die massiv gegen die Interessen der Banken gewesen ist. Nicht? Also das ist immer wieder möglich gewesen, ist wiederholt auch in Amerika möglich gewesen. Das ist nicht so, die Banken haben eine große Macht. Sie haben auch eine immense Macht der politischen Einflussnahme, aber sie sind nicht allmächtig. Wir kommen zur letzten Frage, da vorne. Ja, ich hätte noch eine Frage. Wäre bei diesem System es nicht notwendig, dass man wieder zu den Nationalwährungen zurückkehrt? Meines Erachtens nicht. Es ist in Europa heute eine große Komplikation. Es ist im Übrigen gesetzlich, es gibt, über das Buchgeld ist gesetzlich nichts geregelt. Das ist interessant, nicht? Das Banknotenmonopol ist geregelt, aber über das Chiralgeld ist nichts geregelt. Das ist interessant, da besteht eine Regelungslücke,
Und man könnte denken, dass von daher eine einzelne nationale Regierung auch in der Eurozone sich das Recht herausnehmen kann, staatliches Buchgeld in Umlauf zu bringen. Aber das ist sehr juristisch gedacht. Ich glaube, politisch würde unter den jetzigen Bedingungen, die sehr prekär sind, das würde schiefgehen. Das wäre also eine antieuropäische, Anti-Euro-Aktivität, die sehr stark auch neonationalistischen Impulsen Auftrieb geben oder die bedienen würde. Ich möchte bei sowas nicht mitmachen. Sollte die Eurozone zusammenbrechen, dann wäre das natürlich ein Startschuss für eine nationale Geldreform, das ist klar. Aber solange die Eurozone in dieser prekären, Stichwort Baustelle, Turmbau zu Babel, nicht, solange das nicht ein positives Ende gefunden hat, wäre ich persönlich, das ist übrigens auch die Mehrheitsmeinung bei uns im Verein Monetative, da steht zu viel auf dem Spiel, da möchten wir nicht Aktivitäten unternehmen, die nachher falsch rauskommen. Nicht? Es ist andererseits so, trotz dieser Regelungslücke, wir haben eben das System der europäischen Zentralbanken und auch um staatliches Buchgeld in Umlauf zu bringen, braucht man die Kooperation mit den Zentralbanken. Und über die befindet aber der EZB-Rat, sodass man da eine irgendwie positive Kooperation bräuchte. Vielleicht würden Volksentscheide das erleichtern. Ich weiß es nicht, aber das ist sehr spekulativ, sehr juridisch gedacht. Es ist nicht politisch gedacht. Wenn ich politisch denke, muss ich die Finger davon lassen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, es gibt noch viele Fragen, aber leider, wir müssen zum Ende kommen, das Haus schließt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Ich hoffe, dass es auch in Österreich Politiker gibt, oder geben wird, die sich mit der Geldordnung beschäftigen wollen oder dürfen. Ich bin überzeugt, dass der Begriff der Monetative bald auch in den österreichischen Medien immer wieder aufpoppen wird. Und somit, Herr Professor Huber, vielen Dank für Ihren Vortrag und für die Aufklärung. Danke. Danke auch. Danke.